unter meinem Namen, unter meinem Bild. Ich bin Moritz Golombek, ich bin vom Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und gleichzeitig noch hier im Vorstand der DEG in Hamburg. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt. Den 10.000. Anreise-Joke spare ich mir. Also ich zumindest habe, ich glaube, 30 Stück gehört die letzten Wochen. Ja, in medias res sozusagen. Also vor ziemlich genau einem Jahr waren unsere beiden Vortragenden gekennzeichnet durch ein großgeschriebenes Hoaxilla und auch den schönen Hintergrund von der DEG Hamburg. Waren die beiden schon mal bei uns? Ich erinnere mich noch gut daran, dass wir im Nachgang des Vortrages darüber gesprochen haben, was das eigentlich. Oh, gerade noch irgendwo. Ein Mikro offen. Ja, wunderbar, hat sich erledigt. Nach dem letzten Vortrag, das war vor ziemlich genau einem Jahr, haben wir uns darüber unterhalten, was das eigentlich gerade für Zeiten sind und wie aktuell das ist, worüber ihr uns gerade sehr kompetent was erzählt hattet. Und wir waren damals schon uns einig, dass das eigentlich ein sehr aktuelles Thema ist. Und ich denke, jetzt gerade die im Zuge der Corona-Pandemie auftretenden wirklich irrsten und aberwitzigsten Verschwörungsmythen zeigen das einfach nochmal, wie wichtig das eigentlich ist, sich mit sowas auseinanderzusetzen, eben durch die erhöhte Reichweite und Anhängerschaft. Ich vermute mal fast, dass die meisten derjenigen, die jetzt sich hier eingeklinkt haben, euch kennen. Für die zwei, drei, die das noch nicht tun, Alexa und Alexander Waschkau sind Podcaster. Alexa ist zudem unter anderem Kulturwissenschaftlerin, wenn ich das so zusammenfassen darf. Alexander Psychologe. Ein Podcast, falls das jemand nicht kennt, das ist ein Audioformat, das kann man sich vorstellen, kann man sich herunterladen und vorstellen, wie so eine Mischung aus Talkshow und Hörbuch irgendwie zusammen. Das war das Beste, was mir dazu eingefallen ist. Der Podcast, den die beiden machen, heißt Hoaxilla und dieser Tage kann man eurem Podcast ja zum 10-jährigen Bestehen gratulieren, was ich an dieser Stelle auch gerne nochmal tue. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Und bei eurem Podcast geht es immer wieder um Urban Legends, Mythen und eben auch den einen oder anderen klassischen Hoax. Aber gerade in den letzten Jahren, und das finde ich, merkt man wirklich, dass es mehr geworden ist, auch eben immer mehr um Verschwörungsmythen jeglicher Art, die sich wo auch immer breit machen. Und deswegen haben wir euch heute eingeladen. Ich möchte euch nicht weiter aufhalten. Wichtig noch zum Organisatorischen, wenn ihr Fragen habt, dann oder wenn Sie Fragen haben, gerne über den Chat stellen. Ansonsten, da kann ich nicht ganz garantieren, wir sind ja jetzt doch einige mehr, wie gut ich das dann sehe, haben Sie auch die Möglichkeit, sich zu melden. Das tut man, indem man auf die Teilnehmerfunktion geht und dann kann man dort so als Reaktion eine blaue Hand heben. Und genau. Auch gerne schon während des Vortrages. Es wird aber auch im Nachgang nochmal die Möglichkeit bestehen, Fragen zu stellen und zu diskutieren. In dem Sinne. Ja, vielen Dank, Moritz, und nochmal vielen Dank an die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Hamburg. Tatsächlich das zweite Mal. Ich habe auch nachgeschaut, Moritz, das ist ja 15. April war das genaue Datum. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Und wir haben damals, das Thema war nie ein einfaches, aber wir haben versucht, einen relativ launigen Vortrag zu machen und haben geschaut, welche antijüdischen Motive befinden sich ja hinter so gängigen Verschwörungsmythen wie den Chemtrails, was gibt es zum Beispiel zum 11. September? Wir haben dann den Vortrag mit dem gleichen Titel nochmal im Dezember gehalten bei den Kölner Freunden der GWOP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, im Rahmen eines Skeptics in the Pub und mussten da den Vortrag schon anpassen, denn es fand gerade ein Attentat statt, kurz bevor wir diesen Vortrag im Dezember gehalten haben, wo jemand ja versucht hat, mit Waffengewalt in eine Synagoge in Deutschland einzudringen. Und das hat natürlich den Vortrag, da mussten wir überarbeiten, mussten nochmal einen anderen Zugang zu dem Thema finden. Und als wir beide Kontakt hatten und du gefragt hast, ob wir diesen Vortrag jetzt nochmal auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den aktuellen Entwicklungen halten wollen, war uns klar, wir müssen ihn überarbeiten. Und ich glaube, in den letzten 14 Tagen ist das nochmal relevanter geworden. Also insofern auch für diejenigen, die den Vortrag eventuell schon einmal gesehen haben, er ist anders, er ist aktualisiert. Und ich werde jetzt mal
den Bildschirm hier teilen und dann hoffe ich, dass das klappt, dass ihr alle, dass Sie alle unsere Vortragsfolien jetzt sehen können. Und ja, die Weisen von Zion heißen heute Sorosch und Co. Das soll das Thema sein, um das es heute geht. Zu Beginn wollen wir vielleicht ganz kurz nochmal sagen, dass wir den Begriff Verschwörungstheorie, der im Moment ja auch medial stark aufbereitet wird, gar nicht so gerne mehr mögen, auch wenn wir ihn früher auch benutzt haben, sondern eher von Verschwörungsmythen sprechen. Und damit Sie, damit ihr auch wisst, warum wir das tun, haben wir gedacht, wir ordnen zu Beginn kurz einmal die Begriffe noch einmal ein. Es ist sowieso ganz gut, wenn wir über ein paar Begriffe sprechen, denn in dem Zusammenhang kommen einem auch eben nicht nur der Begriff Mythos unter in den Medien, sondern auch der Begriff der Legende zum Beispiel. Und es lohnt sich einfach, da einen genaueren Blick drauf zu werfen, was eigentlich spricht. Das ist natürlich jetzt ein kleiner Exkurs in die Erzählforschung und soll auch möglichst knapp gehalten werden, aber ist, glaube ich, für das weitere Vorgehen ganz hilfreich. Und der erste Begriff, über den wir da sprechen müssen, das ist ja auch etwas, was uns bei Hoaxilla oft beschäftigt, ist die Erzählgattung der Sage. Also wir beschäftigen uns ganz oft mit den modernen Sagen, also die Sagen, die in unserem jetzigen Alltag spielen. Und entscheidend bei der Erzählgattung Sage ist eben, dass sie als wahr überliefert wird. Das heißt also, sie kann auch vielleicht übernatürliche Elemente oder unheimliche Elemente enthalten. Aber wir reagieren im Rahmen einer Sage auf diese übernatürlichen, unheimlichen Elemente, genau wie wir es eben im ganz normalen Alltag auch tun würden, nämlich mit Angst. Und spielt sozusagen in unserer Alltagswelt. Demgegenüber haben wir dann die nächste Erzählgattung, das Märchen. Und Märchen haben eine ganz, ganz eigene Welt, die so ein bisschen versponnen ist. Da können dann Gegenstände, Tiere oder Pflanzen auf einmal sprechen. Und den menschlichen Protagonisten kommt das überhaupt nicht merkwürdig vor. Die finden das völlig normal, weil das eben im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten dieser Märchenwelt Sinn ergibt. Märchen werden aber nicht als wahr erzählt, sondern als das, was sie sind, als reine Narrative. Und wir haben schon gesehen, dass der Begriff Legende auch öfter mal in dem Zusammenhang auftaucht. Legenden sind aber eine ganz, ganz eigene Erzählgattung und beschäftigen sich meistens auch mit einem religiösen Kontext, und zwar besonders im Hinblick auf das Leben von zukünftigen Heiligen. Also genau da, wenn das Leben eines zukünftigen Heiligen beschrieben wird, sozusagen seine Biografie erzählt wird, haben wir es mit einer Legende zu tun. Heute wird der Begriff allerdings auch immer ein bisschen anders verwendet und das kann dann mitunter auch mal zu Verwirrung führen, aber das ist sozusagen das eigentliche Element bei dieser Art von Erzählungen. Und wir haben natürlich, jetzt kommen wir langsam unseren Verschwörungsmythen näher, den Begriff des Mythos. Und vielen werden wahrscheinlich schon mal Schöpfungsmythen untergekommen sein, die es in verschiedenen Kulturen gibt. Wir haben es also mit einer Götterwelt zu tun, mit Göttergeschichten. Man spricht zwar heute zum Beispiel von Marilyn Monroe, vom Mythos Monroe, aber wenn sie eine Leinwandgöttin ist, dann passt es ja auch schon wieder. Also da kriegt man dann eventuell den Turn. Also wir bewegen uns auf jeden Fall in der Götter- und Schöpfungswelt mit dem Mythos. Ja, warum sagen wir nicht mehr so gerne Verschwörungstheorie? Der Begriff Theorie legt eigentlich eine wissenschaftliche Falsifizierbarkeit nahe. Eine Theorie kann man widerlegen. Und gerade im Kontext dessen, was uns aktuell begegnet in unserer Gesellschaft, finden wir diesen Begriff nicht mehr so gelungen. Denn Wissenschaftlichkeit bedeutet die grundsätzliche Bereitschaft, sich auf neue wissenschaftliche Belege einzulassen. Und dann natürlich im weiteren Schritt sich das eigene Weltbild entsprechend der neuen Belege anzupassen. Und hier haben wir den entscheidenden Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen, kritischen Weltsicht und der Weltsicht, die Verschwörungsanhänger besitzen. Denn der Verschwörungsmythos symbolisiert für uns die Komponente des Glaubens und damit auch des geschlossenen Weltbildes. Also ein Verschwörungsanhänger ist im Grunde gar nicht mehr daran interessiert, von seiner
Verschwörungsideologie abzuweichen. Und deswegen ist es auch so schwierig, ihn mit Fakten oder wissenschaftlichen Belegen davon zu überzeugen, dass seine Thesen nicht richtig sind. Da müsste irgendwo ein Mikro vielleicht offen sein. Vielleicht können nochmal alle checken, dass sie ihr Mikro ausmachen können. Ich mache mal weiter. Ja, das scheint die Teilnehmerin Martina zu sein. Stefan, wenn du die noch einmal stumm schalten magst. Dankeschön. So, perfekt. wir wollen uns jetzt mal anschauen, in welchen Verschwörungsmythen, den Begriff haben wir jetzt gerade definiert, sich denn antijüdische Motive auffinden lassen zum Einstieg. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere das schon mal gesehen hat oder davon gehört hat. Also Weltpolitiker, und wenn man ihnen genau in die Augen schaut, wie es hier getan worden ist, dann erkennt man plötzlich, dass die Augen eher so reptiloide Züge haben. Vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gehört. Die Reptiloiden-Verschwörung, das klingt jetzt ziemlich wahnwitzig. Und wir können uns mal anschauen, wer denn sich diese Theorie, diesen Mythos, jetzt habe ich es gerade schon wieder gesagt, Theorie ausgedacht hat. Das ist nämlich David Icke. Die Reptiloiden, die sich vom Leid in der Welt ernähren, das ist die Theorie, sind Außerirdische, die hier auf der Erde sich befinden. Und David Icke hat diesen Mythos in seinem Buch The Biggest Secret das erste Mal aufgeschrieben. Genau, also er selber hat sich das auch nicht so ganz alleine ausgedacht, sondern es gibt einen Roman von Zachariah Sitchin, wo eben diese Reptiloide, diese außerirdische Mischrasse auch beschrieben wird. Und David Icke hat eigentlich sich darauf berufen und das Ganze ein bisschen mehr in Richtung eines Verschwörungsmythos ausgestaltet. Da gibt es diejenigen, die sozusagen erwacht sind und Bescheid wissen, und diejenigen, die noch Schlafschafe sind. Das ist vielleicht auch ein Begriff, den der ein oder andere schon gehört hat, die Sheeple, die also nichts ahnen, vor sich hin dämmern und überhaupt nicht merken, was tatsächlich in der Welt vor sich geht. Jetzt könnte man sagen, was ist denn David Icke von seinem Hintergrund her? Also welche Forschungsrichtung hat er denn mal bekleidet eventuell? Hier muss man tatsächlich sagen, David Icke ist Ex-Fußballprofi, also das ist im Grunde genommen seine Qualifikation, und hat dann eben angefangen, verschwörungsmythologische Bücher zu schreiben. Und wo er sein Wissen dann her hat, das lassen wir mal dahingestellt, sondern er hat angefangen zu recherchieren, so wie er es immer wieder behauptet. Warum schauen wir uns überhaupt David Icke an? Warum ist das interessant, sich über Reptiloide, Außerirdische, die sich zwischen uns bewegen und hinter der Haut von Frau Merkel, Sie haben es ja gesehen oder ihr habt es gesehen, sich verbergen? Hier haben wir nochmal ganz kurz die Zusammenfassung seiner Thesen, also einmal die Brotherhood, die da im Hintergrund steht. Wir alle Sklaven oder Sheeple, wie es Alexa ja gesagt hat. Und die meisten Spitzenpolitiker sind Reptiloide. Auch das haben wir Ihnen schon gezeigt. Interessant ist, und da wird es dann schon wieder etwas unangenehm, dass David Icke durchaus die Protokolle der Weisen von Zion zitiert in seinen Werken und sich auch darauf bezieht. Und natürlich ist das ein erfundenes antijüdisches Pamphlet, um das es hier geht. Und das Spannende, wie es ja so oft ist, ist natürlich, dass er selber sagt, es geht ihm gar nicht um Juden, sondern natürlich um die Züge der Weltverschwörung, die sich ja auch schon in den Protokollen der Weisen von Zion zeigen. Aber das eine kann man natürlich nicht von dem anderen trennen. Und eine interessante Entwicklung jetzt auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie, deswegen haben wir David Icke auch drin gelassen in dieser Variante des Vortrags, ist, dass er jetzt jüngst mit seinem YouTube-Kanal mit über 900.000 Abonnenten bei YouTube gesperrt worden ist. Und der Konzern YouTube hat auch bekannt gegeben, dass sie es auch nicht zulassen werden, dass er sich unter einem anderen Namen oder wie auch immer einen neuen Channel anlegen lässt. Einige Tage später ist auch sein Facebook-Kanal auch gesperrt worden. Jetzt könnte man sagen, cool, aber es ist leider eben nicht wegen dieser antijüdischen Tendenzen oder dieser antijüdischen Motive gesperrt worden, sondern hier, weil David Icke, wie es ganz häufig bei Menschen ist, die Verschwörungsideologien verbreiten, auch der Ansicht ist, dass es sich bei dem Coronavirus im Grunde genommen um eine große Verschwörung handelt. Und diese Falschinformationen, das war ja mit Ansage der Konzerne, also Google,
mit auf seine Sparte, mit Blick auf seine Sparte YouTube als auch Facebook, haben hier dann die Konsequenzen gezogen. Was man hier vielleicht aber auch ablesen kann, und das wäre dann ja durchaus insgesamt wieder positiv zu bewerten, ist, dass durch die Verschwörungsmythen, die gezielt im Rahmen der Corona-Pandemie aufblühen oder weiterverbreitet werden, auch in den Medien, bei den Konzernen, bei den Verantwortlichen ein höheres Bewusstsein eben für die Gefährlichkeit von Verschwörungsmythen existiert. Also wenn es jetzt so langsam auch wirklich allen dämmert, wie gefährlich solche Dinge sein können, dann ist ja schon mal wieder viel gewonnen, wenn dann wirklich genauer hingeguckt wird und auch Menschen dann gesperrt werden, die da Falschmeldungen verbreiten und Verschwörungsmythen verbreiten. Man kann sich natürlich immer darüber streiten und sagen, eventuell bestärkt das die Gläubigen dieser Verschwörungsmythen noch darin, sich weiter an ihr Idol zu halten, dann eben auf anderen Kanälen. Aber im Grunde genommen ist es erstmal wirklich gut, wenn die Verantwortlichen dann genauer hinschauen, was da in ihren Kanälen passiert. Vielleicht so einmal, während wir weitermachen, können Sie einmal schreiben, ob Sie uns gut akustisch überall verstehen können. Das können Sie in meinem Chat nebenbei schreiben. Und ob wir von der Geschwindigkeit auch für Sie in Ordnung sind. Ja, dann haben wir, das müssen wir jetzt mal testen, ob das gut funktioniert. Xavier Naidoo, deutscher Pop-Sänger, Soul-Sänger, wie man es auch immer bezeichnen will. Und jetzt gerade ja auch jüngst im Rahmen der Corona-Pandemie aufgefallen mit einem Video. Das versuchen wir jetzt mal zu streamen, hoffen, dass Sie den Ton mitbekommen und dass das Video halbwegs flüssig ist, aber ich hoffe, dass der Ton zumindest drüber kommt. Ich starte das mal gerade erstmal. Ich habe mir gerade ein paar Sachen wieder angeschaut. Es ist so furchtbar. Es kommen immer mehr Details raus. Geht auf Adrenochrom, Bilder. Ja, wir das ertragen kann. Was steckt hinter? Ja, wir brechen das mal ab. Also Bilder, wenn wir sie ertragen können, Adrenochrom. Xavier Naidoo hier ganz offensichtlich furchtbar ergriffen von ganz grausamen Dingen, die er im Internet gesehen hat. Und wir müssen natürlich jetzt unserer journalistischen Pflicht auch nachkommen und Ihnen Adrenochrom auch mal zeigen. Ich glaube, das ist ein Tippfehler auf der Folie, aber also das, genau. Das N, denken Sie sich das erste N weg. Adrenochrom. Das ist kein geheimes Zeichen, das ist tatsächlich ein Tippfehler. Wird sich tradieren. Mhm. Entschuldigen Sie den Tippfehler. Ja, wir haben hinterher recherchiert, wir sind der Aufforderung nachgekommen und wir werden das jetzt gleich schonungslos zeigen. Wenn da jemand etwas zart beseitigt ist, vielleicht jetzt kurz erstmal weggucken und dann die Reaktion der anderen abwarten. Wir zeigen es jetzt. Das ist Adrenochrom. Also Sie sehen die schreckliche Realität, der wir uns da ausgesetzt sehen müssen. Was ist Adrenochrom eigentlich? Es ist ein Stoffwechselprodukt des Adrenalins. Da kommt auch der Name her. Und ist zum Teil bei der Bildung von Hautpigmenten beteiligt. Das ist aus der Wikipedia entnommen. Das ist jetzt nicht sonderlich eindrucksvoll. Dieser Stoff, dieses Stoffwechselprodukt ist seit vielen Jahren gut bekannt. Das kann übrigens auch sehr, sehr gut synthetisiert werden. Adrenochrom ist mal untersucht worden mit Hinblick auf schizophrene Erkrankungsformen, ob hier diese Substanz einen hilfreichen Beitrag in der Therapie von schizophrenen Patientinnen und Patienten liefern kann. Das scheint nicht so zu sein nach aktuellem Forschungsstand, aber um dieses Molekül geht es jetzt. Das wäre jetzt eigentlich alles gar nicht so eindrucksvoll. Aber andere Menschen wissen da offensichtlich mehr, ja auch Xavier Naidoo. Und das wird jetzt gerade nach oben gespült im Rahmen der Corona-Pandemie. Und eine dieser Personen, die da ein bisschen mehr weiß, ist ein Koch namens Attila Hildmann. Was Sie hier sehen, ist ein Screenshot, der aus seinem Telegram-Kanal entnommen ist. Telegram ist ein SMS-Tool wie WhatsApp. Das kennen vielleicht noch mehr als Telegram. Und Attila Hildmann ist also einer globalen Verschwörung auf der Spur.
Das gibt er immer wieder bekannt. Und Sie lesen hier ja auch und ihr lest, dass es um den Kinderfresser Soros geht. Und da haben wir schon mal den Bezug zum Titel unseres Vortrags. Es geht um Kissinger, Clinton, natürlich auch Frau Merkel und Herr Kurz in Österreich, die zunächst mal daran beteiligt sind, die Weltbevölkerung auf 500 Millionen Menschen zu reduzieren. Das ist auch ein Plan, der schon länger in Kraft ist. Wenn Sie sich die Bevölkerungszahlen der letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte ansehen, klappt das im Moment noch nicht so gut mit der Bevölkerungsreduktion. Aber gut, jetzt haben wir ja das Coronavirus, mit dem das gelingen soll. Sehen Sie mir meinen Zynismus ein bisschen nach, bitte. Und auf der guten Seite, so weiß es dann der Koch aus Deutschland, stehen 100.000 US-Soldaten, die in Bunkern unter Europa Kinder aus den Händen von Pädophilen befreien. Und wird, und da sehen wir jetzt auch mal, wer die Guten eigentlich in der Welt sind, von Trump, Putin und Xi gesteuert. Wir müssen vielleicht in dem Zusammenhang noch kurz die Verbindung zu Adrenochrom genauer kennzeichnen. Also der Punkt ist innerhalb dieses Verschwörungsmythos, dass die Eliten, diejenigen, die sowieso im Geheimen die Geschicke der Menschheit leiten, beziehungsweise die Menschheit in den Untergang leiten wollen, also die im ersten Abschnitt sozusagen beschriebenen Personen, sollen dafür verantwortlich sein, dass Kinder weltweit entführt werden, gefangen gehalten werden und dann dieser Stoff Adrenochrom aus deren Blut gewonnen wird. Also diese Kinder müssen in Angst und Schrecken versetzt werden, dann wird ihr Blut sozusagen gewonnen und diese Eliten, diese Reichen, die Geschicke im Geheimen steuern, können dann dieses Blut zur Verjüngung benutzen. Also soweit der Verschwörungsmythos rund um Adrenochrom. Das mag jetzt noch viel verrückter alles klingen als die Reptiloiden, aber es hat definitiv im Hinblick auf antijüdische Verschwörungsmythen Sinn, dass wir das beleuchten. Und ich will nochmal Ihr Augenmerk, also Xavier Naidoo, können Sie sich ja vorstellen, dass der eine große Fanbase hat, eine große Gefolgschaft, die seine Nachrichten lesen. Und auch hier bei Herrn Hildmann sehen Sie, dass in diesem Telegram-Kanal, das ist ein bisschen älter schon, der Screenshot, aber zum damaligen Zeitpunkt, über 26.000 Menschen diese Nachrichten lesen. Ich würde behaupten, dass da mehrere tausend Journalisten inzwischen dabei sind, die da immer wieder auch mal reinschauen, weil man natürlich jetzt aufmerksam wird auf das, was dort passiert. Aber wir schlagen jetzt auch den Bogen gemeinsam mit Ihnen. Denn was dann als nächstes, wenn wir in diesem Kontext dieser Pädophilie-Ringe, die hier angeführt werden, sind, ist, dass es offensichtlich insbesondere auch in den Vereinigten Staaten, in Hollywood, einen pädophilen Kult gibt. Unter anderem ist dort auch Hillary Clinton involviert. Und da lesen Sie dann das erste Mal auch den Namen Rothschild. Und das ist natürlich völlig klar, was hier anfängt, sich zu vermischen. Interessant auch, wenn Sie da links oben auf den Screenshot schauen, wie diese Facebook-Gruppe, die wir hier abgebildet haben, heißt. Die heißt nämlich QAnon Deutschland. Und der Begriff QAnon wird uns jetzt nochmal ein wenig begleiten, aber Sie sehen hier schon QAnon und sehen einen Bezug zu den Rothschilds. Und wenn wir da in dieses Kaninchenloch, um mal im Bild von Alice im Wunderland zu bleiben, weiter hinabsteigen, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist denn QAnon überhaupt? Also man kann, wenn man jetzt sich Artikel durchliest in seriösen Medien, wo die Geschichte von QAnon aufgerollt wird, meistens lesen, dass dort im Herbst 2017 angesetzt wird. Meiner Ansicht nach muss man im Prinzip noch etwas früher ansetzen, nämlich im Präsidentschaftswahlkampf und besonders im Jahr 2016. Vielleicht wird sich der ein oder andere an einen, Skandal oder man kann eigentlich eher sagen an einen Verschwörungsmythos, eine Falschmeldung oder Reihe von Falschmeldungen erinnern, die im Zusammenhang mit einem gewissen Pizzagate stehen. Dahinter verbirgt sich die Geschichte eines Washingtoner Pizza-Restaurants, Comet Ping Pong Pizza, dessen Besitzer Joe Elefantis mit den Demokraten zu tun haben soll, mit Hillary Clinton auch über Bande zu tun haben soll. Und das Ganze hat sich entsponnen eigentlich an den geleakten E-Mails von John Podesta, der Wahlkampfleiter von Hillary Clinton.
Und in diesen E-Mails wollte nun die Netzgemeinde Codewörter für Pädophile oder für pädophile Aktivitäten oder Pläne erkannt haben. Also wenn das Wort Cheese auf einmal, ich nenne es nur mal ein Beispiel, Cheese auf einmal für Orgie steht und ähnliche Dinge. Also solche Codes wollte man da erkannt haben. Und die Internetgemeinde hat einen riesen Skandal daraus gemacht und hat also die Demokraten quasi einem pädophilen Ring, oder ihnen einen pädophilen Ring zugeschrieben, der sich eben unter diesem, oder der eines seiner Hauptquartiere eben unter diesem Pizzarestaurant haben sollte. Man hat dann Podesta und seinem Bruder später noch unterstellt, im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Madeleine McCann zu stehen, denn es kursierte irgendwann mal ein Art Fahndungsfoto von jemandem, der im Zusammenhang mit diesem Fall gesucht wurde, nicht unbedingt als Verdächtiger, wie sich hinterher herausgestellt hat, sondern erstmal als Person of Interest, also unter Umständen auch als Zeuge. Und die Netzgemeinde wollte dann eben die Podesta-Brüder unter diesen Fahndungsfotos erkannt haben, die immer nur ein und dieselbe Person zeigte, aber die Verschwörungsgläubigen haben dann daraus gemacht, dass beide Brüder sozusagen involviert seien. Also standen Podesta und sein Bruder auf einmal im Zusammenhang eben mit diesem Entführungs- oder Verschwindensfall von Madeleine McCann. Und Pizzagate hat dann letztendlich dazu geführt, dass ein Mann im Dezember dieses Jahres, also des Jahres 2016, der Meinung war, er müsste nur nach Washington fahren, bewaffnet und eben unter Comet Ping Pong Pizza die Katakomben aufsuchen und die Kinder befreien. Also er ist da quasi in dieses Restaurant marschiert, bewaffnet und hat dann versucht, auch eine Tür aufzuschießen. Dahinter hat sich dann nur eine Abstellkammer befunden und er hat dann also relativ schnell gemerkt, dass da keine Katakomben sind und er keine Kinder befreien kann, hat sich dann auch widerstandslos festnehmen lassen und es ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Aber wegen einer Geschichte, die in einem Internetforum bei 4chan begonnen hat und dann als Pizzagate aufgebauscht wurde, also letzten Endes wegen eines Verschwörungsmythos, ist er losgezogen, bewaffnet und wollte Kinder befreien. Wir springen dann in den Herbst 2017, wo ebenfalls bei 4chan, also in diesem Internetforum, ein mysteriöser Nutzer namens Q erscheint, der sich darauf beruft, er käme aus den engsten Zirkeln des Präsidenten der Vereinigten Staaten und hätte die Q-Clearance. Die Q-Clearance ist eine sehr hohe sozusagen Informations- oder ein hoher Informationsrang bei der US-Energiebehörde, also auch wenn es um Informationen über Atombelange geht, hat aber nichts mit Geheimdiensten oder Ähnlichem zu tun, sondern es handelt sich um eine Clearance der Energiebehörde. Dieser Q hat angefangen, gewisse Hinweise zu posten, immer hier und da kleine Meldungen. Relativ früh ging es in diesen Meldungen auch um George Soros. Und es wurden wieder diese berühmten Eliten angesprochen, die Demokraten angesprochen und es ging auf einmal um Donald Trumps Kampf gegen den Deep State. Das heißt also eine Regierung unterhalb der Regierung, also die quasi die tatsächliche US-Regierung unterwandert hätte und da im Geheimen die Strippen ziehen würde, angeführt eben von Barack Obama, Hillary Clinton und eben auch George Soros, der da eine Rolle spielte. Und Donald Trump müsste nun also diesen Kampf gegen den Deep State aufnehmen und dieses Komplott zerschlagen. Und Hillary Clinton, so hat Q mehrfach angekündigt, sollte auch verhaftet werden. Das ist bis dato nicht passiert. Aber die Anhänger von Q, und weil Q natürlich anonym ist, kam man dann schnell zu QAnon, glauben eben, dass Q genaueres weiß und Q eben Hinweise aus dem Umfeld des Präsidenten posten kann. Und wir sehen hier dann nochmal das Bild, also The World According to Q. Wir sehen also hier, wie Donald Trump verzweifelt versucht, Kinder vor Tod und Folter zu retten und vor einem pädophilen Elitenkreis, der dann das Blut dieser Kinder, was Adrenochrom enthält,
abzapft, um damit jung und schön zu bleiben. Genau, und angeblich sei die Corona-Pandemie auch nur ein Vorwand, um zum Beispiel in einer Stadt wie New York die Menschen von der Straße zu holen und nach Hause zu verbannen, damit eben diese Aktionen durchgeführt werden können. Also da war tatsächlich die Rede davon, dass Donald Trump unter dem Central Park, auch da sollen wieder Katakomben sein, Kinder befreit und die dann auf den Flugzeugträger im Hafen der Stadt in Sicherheit bringt. Also dieser Flugzeugträger sei, oder das Kriegsschiff sei nicht etwa dort, um sozusagen mit der medizinischen Versorgung zu helfen, sondern es ging eigentlich um die Rettung dieser Kinder. Jetzt sind ja noch ein paar Nachzügler hinzugestoßen und sehen jetzt gerade wahrscheinlich völlig irritiert QAnon und Donald Trump mit Kindern im Arm. Und man fragt sich, was hat das denn jetzt gerade alles mit antijüdischen Verschwörungsmythen zu tun? Wo sind wir denn falsch abgebogen gerade? Und ich lese gerade, ich höre nichts, vielleicht noch mit Audio beitreten anklicken in dem Tool, das könnte helfen. Ich will noch mal ganz kurz zurückspringen, damit wir so ein bisschen den Faden behalten, weil das war ja sehr viel, was wir Ihnen oder euch gerade gezeigt haben. Also wir haben hier Herrn Xavier Nadu, der leidet, weil er etwas von Adrenochrom gehört hat, hier falsch geschrieben, das Molekül, um das es eigentlich geht, was real ist. Dann haben wir Herrn Hildmann, der hier das erste Mal auf den pädophilen Ring hinweist. QAnon, sowohl Soros als auch Rothschilds hier in diesen Folien schon so leicht mit in einem Bezug in das jüdische Leben hinein. Pizzagate, von Pizzagate dann zu Q und QAnon und dann hierhin. So, jetzt sind wir also an einem Punkt, wo man sagt, wie sind wir denn jetzt überhaupt hier hingekommen? Und wir können jetzt aber nochmal noch einen weiteren Promi zu Wort kommen lassen, der genau in diesem Fahrwasser von Xavier Naidu unterwegs ist und auch so ein Stück weit im Fahrwasser von Herrn Hildmann. Wir sehen jetzt hier gleich den deutschen Rapper Sido in einem Interview, was so auf YouTube in einer längeren Sendung eingeblättet ist. Der Kanal, der das dann rausgeschnitten hat, heißt Promi heute. Und auch hier hoffe ich, dass der Ton halbwegs vernünftig bei Ihnen, bei euch ankommt. Und da hören wir jetzt mal ein bisschen zu, was aus diesem Ganzen, was wir bisher gesagt haben, dann jetzt hier in diesem Interview wird. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, der Ton trägt. Ich hatte Kinderblut getrunken. Glaubst du nicht? Ey, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja klar, habe ich es gesehen. Glaubst du das einfach? Dass Kinder auf unerklärliche Weise verschwinden. Das wissen wir ja. Und man die nicht wiederfinden kann. Alleine fallen Madeleine McCann vor vielen Jahren in Portugal und so weiter, wo auch, darüber gibt es eine Doku und die haben auch nachgeforscht, wo könnte sie sein. Und irgendwann haben sie gesagt, wir müssen hier an dieser Stelle aufhören, weil wir gehen zu tief in eine Sache rein, mit der wir lieber nichts zu tun haben wollen. Kabale und so ein Scheiß, ne? Da sind so Dinge und sehr reiche, sehr mächtige Leute, die sich daran irgendwie, keine Ahnung, was die damit machen, aber ich glaube schon daran, dass sowas sein kann. Das Problem ist, Dicker, oder? Ich kann ja eine Sache sagen, Xavier ist ja auch aus der Frankfurt-Ecke da und so, ne? Ich kenne andere Rapper aus Frankfurt und der Ecke, die mir erzählt haben, dass sie auch schon Kontakt mit so Leuten hatten und komische Fragen schon gestellt bekommen haben und so weiter. Die denen klar gemacht haben, okay, es gibt sowas. Besonders in Frankfurt. Frankfurt, die ganze Gegend, der Rothschild hat früher, der alte Rothschild hat früher seine Kinder, einen Sohn nach Frankfurt geschickt, einen nach Wien geschickt und die haben dann da angefangen, ihre Geschäfte zu machen. Deswegen ist Frankfurt auch eine Börsenstadt. Bevor wir, ich will auch nicht zu tief drüber reden, nachher setzen wir Leute irgendwie in Aluhut auf, aber es sind alles Fakten, von denen ich jetzt, wenn ich was sage, also ist der nicht dumm, sagst du, also der ist nicht durchgedreht. Xavier. Ja. Xavier ist zu tief drin. Wir brauchen alternative Medien. Ich glaube schon, dass diese Medien, die großen Medien, die sind unterwandert. Die gehören alle irgendeinem reichen Typen und der wird immer dafür sorgen, dass er und seinesgleichen, dass die geschützt werden. So. Also brauchen wir alternative Medien, aber wir brauchen wahrhaftige alternative Medien. Wir brauchen Leute, die gut recherchieren, auch mal sagen, ich weiß es leider nicht hundertprozentig, aber es könnte so sein. Die sind sich aber alle immer so sicher. Das ist so, Sido, den sieht man jetzt schon an, der ist ein Illuminat. Aber die Amerikaner sind gerade richtig gefickt, Alter, wegen Corona. Da ist ja richtig schlimm gerade, habe ich gehört. Ja, also hast du gehört, wissen wir nicht. Ja, das kann ja nicht erfunden sein, also, oder? Dann mach ich mich nicht irre, Digga. Hast du es aus den richtigen Medien? Ich gucke keine Nachrichten mehr. Ich guck dich ja keiner an, der ist der Treffer und ich habe auf Friseur gewesen. Da sieht man, der geht wenn der nicht der Friseur war, Digga, dann kannst du bis 3 Stunden irgendwas nicht.
Vielleicht noch kurz ein Dank an den Chat. Ja, es war natürlich ein Lazarettschiff und Flugzeugträger eben nicht. Ja. Danke für den Hinweis. Ja, also was wir hier natürlich gerade gehört haben in diesem Zusammenschnitt ist ja das keine Einzelheit, viele Jahre geglaubt habe, dass wir das gar nicht mehr haben. Hier völlig en passant weitergeteilt. Ich mache mal einmal gerade die Folie wieder weiter, weil mir gerade mitgeteilt wird, dass meine Bandbreite gebremst ist. Ich hoffe, ihr könnt mich noch gut hören. Ganz im Nebensatz wird die Familie Rothschild angeführt. Es wird angeführt, es gibt mächtige Menschen. Auch die Medien sind unterwandert. Man will da aber gar nicht so wirklich drüber reden. Und viel besser sind da ja die alternativen Medien. Und natürlich handelt es sich hier um Prominente, die eine große Reichweite haben und die so etwas erzählen. Und wir sehen da schon auch eine gewisse Gefahr. Und wir sehen vor allen Dingen auch einen Mechanismus, den wir ganz häufig bei Verschwörungsgläubigen finden, dass eben ein Rosinenpicken, ein Cherrypicking, was Informationen angeht, vorgenommen wird. Also die Informationen, die das eigene Weltbild, die eigenen vorgefassten Ansichten und Überzeugungen bestätigen, werden dankend angenommen und weiterverbreitet. Und alles, was dem widerspricht, wird entweder ignoriert oder aber als Teil des Verschwörungsmythos, als Teil des Feindbildes konstruiert. Und damit kann man sich natürlich gegen widerlegende Informationen und Belege und gegen Kritik immunisieren. Wenn wir einmal weitergehen, sehen wir jetzt ja gerade aktuell eine Protestbewegung in Deutschland. Ich fand diese Schürze so schön, Corona-Diktatur stoppen. Man weiß gar nicht, ob das Virus selber der Diktator ist oder ob damit die Regierung gemeint ist, wenn ich mir diese Spitze erlauben darf. Natürlich müssen wir in einem freiheitlich-demokratischen Land die Einschränkung des Grundgesetzes und der Grundrechte für die Bürgerinnen und Bürger immer kritisch diskutieren. Das darf auch nicht ins Hintertreffen geraten. Also das ist ganz, ganz wichtig bei uns. Und was wir aber hier gerade ja erleben, sind jetzt Menschen, die zum Teil auf die Straße gehen, weil sie sogar gar nicht daran glauben, dass wir uns in einer Pandemie wähnen und eher hier so auch durch Prominente gestreute Zweifel an der Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit der Regierung, der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit der Medien und natürlich, das haben wir jetzt hier nicht rausgesucht, aber all das schwebt natürlich mit, die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit von Wissenschaftlern und dem, was Wissenschaftler sagen, ablehnen und hinterfragen. Und man könnte jetzt zumindest immer noch sagen, gut, sie riskieren unter Umständen ihre Gesundheit. Wir haben gestern von einem Mikrobiologen erfahren, dass bei genügend Abstand an der frischen Luft und wenn dann eventuell sogar noch Masken getragen werden, das gar nicht so risikoreich ist. Natürlich steigt das Risiko, wenn ich in eine Menschenmasse gehe. Aber wenn wir auf so eine Demonstration schauen, ist es ja nicht nur Menschen wie dieser junge Mann mit dieser Aufschrift, die wir dort finden, sondern wir finden natürlich auch sowas bei diesen Demonstrationen. Und wir sehen hier den Judenstern, Davidstern möchte ich gar nicht sagen, das ist ja der Judenstern mit der Aufschrift Ungeimpft. Das heißt, hier haben wir zunächst mal die Impfkritiker in unserem Land, die sich jetzt natürlich organisieren, um sich gegen Zwangsimpfungen schon mal in Stellung zu bringen. Interessanterweise wäre mit einem Impfstoff eigentlich das ganze Problem, was wir aktuell haben, vom Tisch. Aber wir haben ja eben keinen Impfstoff. Das ist ja das große Problem. Und insofern ist eine Impfpflicht im Moment ja noch eine sehr abstrakte Diskussion, die man auch führen kann und führen sollte. Wie immer, wenn etwas verpflichtend für alle Bürger eingeführt werden soll oder man darüber zumindest nachdenkt. Aber hier wird schon im Vorgriff demonstriert und hier wird natürlich Opfersymbolik benutzt. Und das ist natürlich, also mir wird da übel bei, um es mal auf Deutsch zu sagen, wenn ich das sehe. Und es gab in Stuttgart bei einer Demonstration, war es, glaube ich, ja dann auch ein Banner auf dem Stand Anne Frank wäre bei uns. Und da muss man schon sagen, das ist also eine Schändung auch dessen, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist
und eine Perversion dessen, weil natürlich hier Menschen immer noch ihrem freien Recht auf Meinungsäußerung nachgehen, sich aber einer Symbolik bedienen, die sie entweder nicht verstanden haben oder die sie bewusst relativieren wollen. Ich will ganz kurz, bevor wir die nächste Abbildung zeigen, hier auf eine Frage eingehen, weil wir die immer wieder gestellt bekommen. Und das ist mir als Psychologen sehr, sehr wichtig, nämlich die Frage, ob es eine These gibt, warum Menschen so in diesem Bereich abweichen, wie zum Beispiel Herr Naidoo und Herr Hildmann zum Teil ja auch ihre Existenz vernichten. Und da wird die Frage gestellt, ist es etwas Psychisches? Und hier ist die ehrliche Antwort, die ich Ihnen als Psychologe oder dir auch als Psychologe geben kann, das weiß ich nicht. Und das würde man auch im Zweifelsfall nur dann herausfinden, wenn man eine adäquate und vernünftige Psychodiagnostik betreiben würde und einfach schauen würde, haben diese Menschen aktuell unter Umständen ein psychisches Problem? Ich bin kein Freund von Ferndiagnosen. Das birgt eine große Gefahr der Stigmatisierung. Das Verhalten ist natürlich nicht korrekt und Verschwörungsideologien, Verschwörungsmythen sind brandgefährlich. Aber was da genau bei Herrn Naidoo und auch bei Herrn Hildmann gerade abgeht, kann ich nicht beurteilen. Ich habe nicht mit ihnen gesprochen. Und ich finde es insofern immer schwierig, Menschen als psychisch krank, irre oder plemplem zu titulieren, weil man sie damit auch ein Stück weit, wenn es denn so wäre, ihrer Verantwortung für das, was sie tun, ja fast entbindet. Denn wenn denn jemand wirklich psychisch erkrankt ist und einer Wahnstörung oder einer Störung aus dem schizophrenen Formkreis daran leiden würde, wäre er unter Umständen gar nicht dafür verantwortlich. Und hier muss man zunächst mal sagen, ich gehe davon aus, dass die schon noch dafür verantwortlich sind, was sie tun, bis das Gegenteil bewiesen ist. Also das ist auch eine Art Freispruch, wenn man es aus der psychodiagnostischen Sicht betrachtet. Man ist da schnell dabei und beim Thekengespräch oder abends vom Fernseher sagt man das, völlig nachvollziehbar. Aber ich habe da natürlich als Psychologe ein bisschen einen differenzierteren Blick auf die Dinge. Also wir haben jetzt gerade gesehen, dass man, wenn man gegen die Beschränkungen im Rahmen der Pandemie demonstriert und vielleicht das auch einfach nur tut, weil man Angst hat, weil die eigene Existenz gefährdet ist und man eigentlich einfach nur seine Lieben wiedersehen möchte oder wieder reisen möchte, ganz schnell in eine sehr, sehr üble Nachbarschaft geraten kann, wenn nämlich Rechtspopulisten und Rechtsextreme es tatsächlich schaffen, diese Ängste der Menschen und diese Aktionen, die aus den Ängsten resultieren, zu unterwandern und für ihre eigenen Zwecke zu kapern. Das ist im Prinzip die Stelle, an der wir uns befinden. Genau. Und ich habe noch eine Abbildung mitgebracht, die mir dann auch zugesandt worden ist. Und das ist schon auch nochmal wieder unappetitlicher, was ihr hier seht, was Sie hier sehen, ist eine Abbildung aus einem Online-Store namens Spreadshirt. Das funktioniert so, dass es da bestimmte Kleidungsstücke gibt und man kann dann eigene Abbildungen und Logos auf diese Kleidungsstücke platzieren. Also man könnte sich vorstellen, unser Huxilla-Logo dort zu platzieren. Dann könnte man sich so ein Shirt bestellen, wenn man das möchte. Und Sie sehen hier, dass interessanterweise ein Benutzer, der den Namen Q-Shirt-17 hat, muss ich mir gerade mal bewegen, damit Sie mich noch sehen können, diesen Babystrampler eingestellt hatte, muss man sagen, für 21 Euro. Also mit nicht geimpft, schon wirklich wieder die Symbolik, die Opfersymbolik für Kinder, also eigentlich schon sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Zwischenzeitlich ist das gelöscht worden. Spreadshirt als Unternehmen hat sich sehr kritischen Fragen stellen müssen, auch der Frage, warum sowas überhaupt erst eingestellt werden kann. Also jeder User kann im Internet dort Symbole einstellen, aber es gibt offensichtlich gar keine, scheinbar keine Qualitätsprüfung. Und zwischenzeitlich ist das jetzt aber schon wieder gesperrt worden und man kann das nicht bestellen. Aber wir sind jetzt quasi von einem weinenden Schmusesänger schon sehr, sehr weit in den rechtspopulistischen Bereich und auch dezidiert in den antijüdischen Bereich gekommen im Rahmen einer Viruspandemie. Und wenn wir dann jetzt nochmal weiterschauen, stellen wir fest, das ist auch eigentlich alles überhaupt gar nichts Neues, was wir hier sehen. Das ist im Grunde genommen sind es neue Verschwörungsmythen, aber mit ganz alten Narrativen, die wir hier erleben. Und was wir damit meinen, können wir Ihnen hier schon mal zeigen.
Nämlich, es gibt so etwas Unsägliches wie die Ritualmordlüge. Ne? Also wenn man sozusagen recherchiert zu dem Thema, dann findet man eher den Begriff Ritualmordlegende. Jetzt sind wir wieder bei unserer Diskussion vom Anfang. Ob der Begriff Legende wirklich passend ist in diesem Zusammenhang, halte ich für sehr, sehr fraglich und habe deswegen den Begriff Ritualmordlüge gewählt. Was meinen wir damit? Es gibt eine Geschichte, einen Verschwörungsmythos, der bereits um 1144 nachzuweisen ist und vermutlich um diese Zeit entstanden ist. Im englischen Norwich soll ein Kind verschwunden sein und Juden wurden beschuldigt, eben dieses Kind geraubt zu haben und es wie Christus am Kreuz gemartert zu haben. Dieser Verschwörungsmythos wird dann erweitert mit dem Motiv, dass Juden christliche Kinder entführen und mit deren Blut dann ihre Pessach-Matzen backen. Das heißt also, wir haben eben eine tatsächliche Ritualmordmotivik hier. Das wird dann später auch im Zusammenhang eben mit satanistischen Motiven gebracht. Und wenn wir uns erinnern, was in der letzten Zeit an Verschwörungsmythen grassiert, verstärkt im Internet, dann sind wir doch, wenn wir Adrenochrom und ähnliche Motive betrachten, wieder ganz nah leider an dieser schon lange nachzuweisenden Ritualmordlüge, die sich leider auch wirklich durch die Geschichte hindurch verfolgen lässt, die zwar dann teilweise wieder ein bisschen in der Versenkung verschwindet, aber immer wieder durch die Geschichte hinweg an einzelnen Orten in verschiedenen Ländern Europas und auch in Russland nachzuweisen ist und sich unter Umständen auch in einer Wiederkehr dieser Satanic Panic, die wir im Augenblick erleben, niederschlägt. Das heißt also, das sind ganz, ganz üble Motive, üble alte Verschwörungsmythen, die wir jetzt in einem leicht veränderten neuen Gewand wieder antreffen. Ja, und das ist, wenn man sich dann in dieser Tiefe damit beschäftigt, das sehr überraschend, dass so ein ganz moderner Mythos wie QAnon und die Adrenochrom-Verschwörungsideologie im Grunde genommen ein uraltes, antijüdisches Narrativ ist, was hier aufgewärmt wird. Und man muss sich dann auch fragen, ob Menschen, die es teilen, ob es denen überhaupt bewusst ist, wo im Grunde genommen die Wurzeln dessen, was sie hier teilen, liegen. Und das ist, wie ich finde, immer wieder beängstigend, wie schnell, wenn man es vernünftig nachrecherchiert, man bei diesen uralten Motiven dann doch auch landet. Dann kommen wir nicht umhin, nochmal einen Exkurs zu machen zu den Protokollen der Weisen von Zion. Das ist ja auch der Titel dieses Vortrags und wir wollen hier nur kurz noch einmal sagen, um was es da genau geht bei den Protokollen der Weisen von Zion. Zusammengestellt wurden diese angeblichen, die sind nicht real, das schicken wir gleich mal vorweg, Protokolle um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert in Russland. Dahin kann man sie zurückverfolgen. Die Vorwürfe, um die es in diesen angeblichen Protokollen geht, lauten, dass Juden selber den Antisemitismus initiiert hätten, um damit den Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu stärken. Da kommen sozialpsychologische Ideen hinzu, bevor man sie kannte. Aber wenn es eine Gefahr von außen gibt gegen eine Gruppe, dann stärkt das den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Und das wurde also hier postuliert. Also eine Umkehr der Vorzeichen, die werden gar nicht verfolgt, sondern sie inszenieren es. Das haben wir auch gerade schon wunderbar von Herrn Sido gehört, was wir hier lesen. Auch die Medien, Gewerkschaften, Finanzkapital, auch das ist uralt. Ja, die Steuerung der Medien, das ist Anfang des 20. Jahrhunderts schon geschrieben worden. Man hat den Juden dann unterstellt, Verursacher der Französischen Revolution zu sein und Initiatoren der industriellen Revolution. Jetzt könnte man sagen, das ist doch positiv. Nein, zu diesem Zeitpunkt ist die industrielle Revolution sehr, sehr kritisch gesehen worden, weil, wie es dann damals war, als Roboter in die Autofertigungsindustrie eingestiegen sind, hier Arbeitsplätze verloren gingen an Maschinen, es eine große Arbeitslosigkeit zunächst gab und man hat das sehr, sehr kritisch gesellschaftlich beäugt und auch dafür musste es natürlich Schuldige geben. Sie haben
Marxismus und Anarchismus erfunden. Und am Ende dann gerade in der dunklen Zeit des Nationalsozialismus gab es dann daraus resultierend das Wort von der jüdisch-bolschewistischen Kapital, das am Ende ja die Welt regiert, erfunden. Interessant ist, wir haben ja gesagt, Anfang des 20. Jahrhunderts wurden sie zusammengestellt, dass es eigentlich eine Vorlage gibt, die sogar noch ein bisschen älter ist. Also man hat relativ bald dann festgestellt, 1921, dass im Prinzip diese erfundenen Protokolle der Weisen von Zion ein Plagiat sind. Dass die Vorlage ist eine Schrift gewesen von Maurice Joly, Gespräche in der Unterwelt. Da handelt es sich eben um ein fiktives, auch überspitztes Streitgespräch zwischen Machiavelli und Montesquieu, und war eigentlich eine Kritik an Napoleon III., also der böse Kaiser. Und diese satirisch überspitzte Schrift hat Joly auch nicht wirklich gut getan, hat ihm nämlich 15 Monate Gefängnis eingebracht. Aber der Historiker Philip Graves konnte sehr, sehr gut nachweisen, dass eben diese Textpassagen wirklich übernommen wurden und dann eben statt des bösen Kaisers Napoleon III. Auf einmal die Juden eine Rolle spielten. Ja, die Protokolle erschienen zwischen 1903 und 1907 in Russland in mehreren unterschiedlichen Ausgaben. Und die erste nicht-russische Ausgabe gab es dann 1919, einfach der historischen Vollständigkeit halber. Es gab dann noch einen, ja, das ist auch ein schönes Wort, deswegen habe ich es drin gelassen, einen mystischen Apokalyptiker in Russland, der dann eben nochmal sagte und nochmal verlautbaren ließ 1917, dass diese Protokolle entstanden seien bei einer Zusammenkunft im Rahmen des Internationalen Zionistenkongresses in Basel und hat dann nochmal ein genaues Datum und einen Ort genannt, wo diese Protokolle erstellt worden sind und hatte damit eine gewisse Reichweite dann, was die Rezeption erhöht hat. Alex hat es gerade schon gesagt, dass 1921 dann schon, also man muss sagen, das ist ja schon 100 Jahre her, nachgewiesen wurde, dass die ursprünglichen Texte von Maurice Joly als Quelle dienten, zum Teil Wort für Wort übernommen aus diesem Werk. Aber also der Philip Graves hat dann sozusagen die Schriften an die Times geschickt und die Times hat es nochmal überprüft und dann eben diese Fabrikation entlarvt. Mhm. Und man kann sich hier vorstellen, hier in der Ausgabe, die wir hier eingeblendet haben, Alfred Rosenberg, nahe Hitler-Vertrauter, der dann hier eine kommentierte Fassung der Protokolle dann herausgegeben hat, hat sie für echt erklärt und natürlich war damit das Dogma der NS-Ideologie geschaffen, was dann ja zu den schlimmen Ereignissen im Rahmen des Zweiten Weltkriegs geführt hat. Und das alles eben auf der Grundlage einer Fälschung, die 2 Jahre vorher eindeutig belegbar auch als Fälschung identifiziert worden ist. Und auch da sehen wir, was Fake News und Verschwörungsmythen bewirken können. So, jetzt haben wir also die Protokolle der Weisen von Zion als Fälschung dargestellt. Jetzt müssen wir natürlich auch nochmal über George Soros reden. Und wir sehen ihn hier schon, und da haben wir sie ja schon ein bisschen vorgeprimed, als Reptiloiden. Das ist George Soros. Wir sehen ihn hier als den Puppenspieler. Auch das natürlich ein ganz klassisches Bild, was immer wieder zitiert wird. Er ist natürlich auch Illuminat, völlig klar. Interessant hier auch bei der Gelegenheit, obwohl er ja jüdisch ist, ist er Kollaborator im Zweiten Weltkrieg gewesen und war, wie Sie hier sehen können, ja sogar Mitglied der SS. Und am Ende gibt es immer wieder auch diese Abbildungen im Internet, die ihn als ja weltbeherrschende Krake, ja auch ein ganz ikonografisches, antijüdisches Bild zeigen. Und man kann sich jetzt also ja sagen, was ist denn eigentlich an George Soros dran, dass ihm all das nachgesagt wird und was genau sagt man ihm denn nach? Das war ja bisher nur die Bildsprache, die wir Ihnen und euch gezeigt haben. Nun, man sagt ihm nach, dass er zum eigenen Vorteil auf den finanziellen Ruin von Ländern, also nicht Firmen oder anderen, sondern ganze Länder spekuliert. Er will
Regierung stürzen, die ihm nicht passen. Das wird ihm nachgesagt. Er hat einige NGOs, die er betreibt, und damit will er eigentlich im Kern nicht Gutes tun mit diesen Einrichtungen, sondern er will damit die Weltherrschaft im Grunde genommen anstreben. Im Rahmen der Flüchtlingssituation, die wir vor einigen Jahren hatten. Sie merken schon, Krise benutze ich da ganz ungern, weil das war eine Situation und keine Krise. Es gab zu keinem Zeitpunkt ein Problem, Menschen, die vor Bürgerkrieg und Verfolgung fliehen, in unserem Land aufzunehmen. Das gibt es auch bis heute nicht, weil das ist ein anderes Thema, was an einer anderen Stelle diskutiert werden soll. Und hier wurde ihm unterstellt, dass er das europäische Binnenland umvolken möchte durch seine geheime Flüchtlingspolitik. Da wird dann auch Frau Merkel gerne mit angeführt. Und Viktor Orban hat sogar dieses Vorhaben mit einem Namen versehen, nämlich den Soros-Plan. Interessant ist an der Stelle, dass immer wieder hier ein Strategiepapier von George Soros, ein öffentlich vorhandenes, wo er, ich weiß nicht, ob es ein Strategiepapier oder ein Interview war, aber die Aussage tatsächlich gibt, wo er sagt, ja, Europa ist in der Lage, Flüchtlinge aufzunehmen. Und ich habe das mehrfach selber geschickt bekommen von Menschen, die an Verschwörungsideologien glauben und sagen, hier ist doch der Beleg, dass George Soros das gesagt hat, dass wir Flüchtlinge aufnehmen wollen. Das ist doch ein ganz klarer Beleg dafür, dass hier eine Umvolkung stattfinden soll. Und das Spannende ist tatsächlich, dass das drinsteht. Und dann schreibe ich diesen Menschen immer zurück, lest mal den nächsten Satz, der da steht, in dem Papier, was du mir geschickt hast. Und der nächste Satz lautet dann nämlich, dass George Soros sehr weise sagt, man müsse dabei natürlich dann auch die Befindlichkeiten, Kapazitäten und Möglichkeiten der Länder berücksichtigen, die Flüchtlinge aufnehmen. Und man muss natürlich auch schauen, dass die Flüchtlinge in der Lage sind, in den Ländern, in denen sie dann ankommen, sinnvolle Beiträge zu leisten. Das steht im exakt gleichen Text drin, aber offensichtlich hört man als Verschwörungsideologe beim Cherrypicken dann an einem Punkt auf zu lesen und liest dann einfach den nächsten Satz nicht mehr. Und das ist natürlich dann sehr, sehr bedauerlich. Interessant auch hier, dass als man Wladimir Putin das erste Mal die russischen Trollfarmen nachwies, also Menschen, die im Internet zum Teil mit automatisierten Bots in sozialen Netzwerken ja störende Informationen verbreitet haben, und das war ja im Rahmen des US-Wahlkampfs des letzten sehr, sehr stark verbreitet. Und da sagte Wladimir Putin dann sinngemäß, naja, das sei halt auch vorgekommen, aber viel schlimmer sei doch George Soros, der sich da in der ganzen Welt in die Dinge einmischt, und hat damit dann sozusagen diese russischen Trollfarmen relativiert. Wir haben zwischendurch noch eine Frage, ja, von Liz Flor, wenn Sie, du, ihr... gerne. Einmal, genau, wunderbar. Ja, hallo. Hi. Ich habe eine Frage, könnt ihr bitte noch mal einmal, ich habe das gerade nicht mitbekommen, weil meine Kinder so laut waren, einmal noch mal wiederholen, wer George Soros eigentlich ist, bitte? Das werden wir jetzt dir, genau, ja, das sind die nächsten Folien, hast du gar nicht verpasst. Also bisher ist er das Böse personifiziert in der Welt, und wir würden jetzt gleich einfach mal sagen, wer er eigentlich ist. Das ist ein guter Einwand. Da hast du jetzt genau auf unsere Regie sozusagen reagiert, die wir hier haben. Denn man fragt sich, und letzter Vorwurf, und da sind wir auch nochmal ganz klassisch im Antijüdischen, er ist eine Puppe Israels. Und wenn er als Puppe Israels eine Weltherrschaft anstreben möchte und Regierungen stürzen möchte, dann ist ja auch klar, was da wieder für ein Bild dahinter steckt. Und jetzt gucken wir uns mal die Fakten an und schauen, wer ist denn das überhaupt? Und es handelt sich bei George Soros um einen US-amerikanischen Investor mit ungarischer Herkunft. Deswegen äußert sich auch Viktor Orban sehr gerne über ihn als ungarischer Präsident. George Soros hat als Jude die Besetzung Ungarns durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg überlebt. Verfolgt worden ist er mit seiner Familie, und natürlich war er nie Kollaborateur. Das Bild, was wir vorhin gezeigt haben, ist natürlich eine Fotomontage gewesen. Also es ist Irrsinn, was natürlich da im Netz kreiert wird mitunter. Er setzt sich mit seinen NGOs für den demokratischen Prozess in Ländern ein und hat sich gegen autoritäre Regime weltweit auch eingesetzt. Da kommen wir natürlich dann schon zu einem Punkt, der ihn
für, sagen wir mal so, möchte gerne Autokraten und solche, die es gerne bald werden möchten, sehr, sehr angreifbar macht. Das heißt also, wenn sich jemand wirklich aktiv für demokratische Werte, für eine freie Gesellschaft einsetzt und auch die Mittel hat, um tatsächlich Dinge in Bewegung zu setzen und eine Bewegung zu kreieren und Menschen tatsächlich zu beeinflussen, auch in gewisser Weise, aber im positiven Sinne und sie eben ein Stück freier zu machen oder ein Bewusstsein für Freiheit zu entwickeln, dann ist das natürlich für jemanden wie Viktor Orban, der ganz andere Pläne für sein eigenes Land hat, ein Dorn im Auge. Und interessant ist eben auch, dass Orban und Soros tatsächlich an einer Stelle auch Weggefährten gewesen sind. Und dann aber sich ein radikaler Bruch vollzogen hat, nämlich in dem Augenblick, wo Orban beschlossen hat, sozusagen die Dinge in die eigene Hand zu nehmen und die Entwicklung seines Landes in eine ganz bestimmte Richtung zu treiben und das eben auch vor dem politischen Hintergrund eines Feindbildes tun wollte. Und zu diesem Feindbild ist eben George Soros geworden und bildet jetzt sozusagen für Orban die Folie für alles, was schlecht und übel und unerwünscht ist. Und vor diesem Hintergrund möchte Orban sich eben selber weiterentwickeln und seine eigene Macht ausbauen. Hinter dem Begriff US-amerikanischer Investor kann man schon auch sagen, verbirgt sich, dass George Soros ein Superreicher ist, wie man so gerne sagt. Er ist unglaublich vermögend und im Hinblick auf die ungarische Situation kann man auch nochmal sagen, dass er eine freie Universität mitfinanziert hat. Und man kann sich jetzt natürlich vorstellen, in einem Land, das zunehmend vom freiheitlich-demokratischen Grundkurs abrückt, jetzt gerade ja durch das Ermächtigungsgesetz, was beschlossen worden ist, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie in Ungarn, ist man gar nicht so gewillt, eine freie Universität in seinem Land zu haben. Und das Problem ist natürlich, wenn da ein Privatfinanzier das finanziert, kann man auch nicht den staatlichen Geldhahn für so eine Einrichtung zumachen. Das ist dann natürlich doof, wenn die privat finanziert ist. Und das ist eben genau das Spannungsfeld, was Alexa schon beschrieben hat, an einem Beispiel, nämlich der Freien Universität, festgemacht. Aber tatsächlich hat Soros Geld gewettet auf eine Währung. Jetzt nicht auf den Untergang eines Landes, aber auf eine Währung. Der hat tatsächlich 1992 an der Börse gewettet auf einen Verfall des britischen Pfundes. Und das geschah dann auch. Und tatsächlich hat er mit dieser Börsenwette, fragt mich bitte nicht, wie es funktioniert, das ist den Quellen entnommen, aber eine Einnahme von 1 Milliarde Dollar genommen. Und das hat natürlich unter anderem auch das British Empire sehr gekränkt, dass er das getan hat und dann auch noch ja damit ein großer Gewinner war. Und Vorbehalte gegen Menschen, die im Finanzmarkt spekulieren, sind natürlich immer vorhanden. Und deswegen habe ich aber auch gerade nochmal ausgeführt, was er mit seinem Vermögen weltweit macht, freie Universitäten gründen und auch in Entwicklungsländern sich engagieren. Aber er wird sicherlich auch genügend Geld auf seinem privaten Konto haben. Das wollen wir gar nicht hier verneinen. Deswegen habe ich es hier gerade nochmal aufgeführt. Eine seiner Einrichtungen ist die Open Society Foundation, die sich für Projekte, wie wir sie gerade beschrieben haben, weltweit einsetzt. Ja, da sieht man aber schon einen Superreicher, der im Grunde genommen sich positiven Dingen widmet wird. Die Symbolbilder will ich jetzt nicht nochmal zeigen, als einer der bösesten Menschen der Welt ja dargestellt im Netz. Und wir sehen hier dann noch einmal, wie die Tagesschau unter anderem darüber berichtet, dass Viktor Orban ja auch im Wahlkampf seinerzeit dann Soros, seinen alten Weggefährten und Freund tatsächlich, Vertrauten gar, zum Feindbild erklärt hat, weil er sonst innenpolitisch keine Feinde hatte. Und als Populist muss man gegen etwas sein, damit man erfolgreich ist. Die Populisten in Deutschland sind ja sehr erfolgreich im Grunde immer dann, wenn sie gegen Frau Merkel sein können. Und Viktor Orban hat aber eben keine Frau Merkel gehabt, sondern hat sich dann eben den ungarischen Finanzinvestor George Soros, der ja auch gar nicht mehr im Land lebt, als Feindbild für all das, was schlecht läuft in Ungarn genommen und konnte daran dann eben sich abarbeiten und damit auf Stimmenfang gehen. Die Frage, die sich jetzt so aus allem, was wir beschrieben haben und was wir, glaube ich, hier auch sehen können, den Antisemitismus, der scheinbar ja plötzlich auf den Markt drängt, hätte ich jetzt was gesagt, eine ganz blöde Formulierung, bitte nachsehen.
mit sehr vielen Bildern, Symbolen, die wir ja auch gezeigt haben. Rapper sitzen da plötzlich und wissen plötzlich die Wahrheit. Schmusesänger sind ergriffen und müssen weinen, weil Kinder gefoltert werden und keiner was tut. Ein Koch. Übrigens, vielleicht sollten wir an der Stelle noch mal kurz einhaken. Also wir stellen nicht in Frage, dass es Pädophile gibt, die Verbrechen begehen und dass es auch in diesem Bereich natürlich organisiertes Verbrechen gibt. Aber diese groß angelegten Verschwörungen der Eliten, um Kinder zu entführen im großen Stil und dann eben ihr Blut entweder zur Verjüngung zu trinken oder sonst etwas damit anzustellen, das ist eben in den Bereich von Verschwörungsmythen einzuordnen. Ja, ja, ganz wichtig, dass man das nochmal erwähnt. Das wollen wir natürlich nicht relativieren, aber der Bogen, der da geschlagen wird, ist natürlich ein anderer bei den Verschwörungsmythen. Ja, es gibt ein paar Studien zu dem Thema, nämlich die Frage, wie ist es denn mit dem Antisemitismus in Deutschland? Das ist jetzt leider schon ein paar Tage alt, was wir hier haben. Und eine Studie fragt hier nach den von Jüdinnen und Juden wahrgenommenen Antisemitismus in Deutschland. Da sehen wir zunächst mal einen Anstieg vom Jahr 2012 zum Jahr 2018. Die Zahlen kann ja jeder sehen, von 68% auf 89% der Jüdinnen und Juden haben also Antisemitismus wahrgenommen in Deutschland. Also es ist mehr geworden. Wenn man dagegen sich anschaut, der wahrgenommene Antisemitismus im Internet hat sich sehr, sehr, sehr vergleichbar entwickelt im Rahmen dieser Untersuchung. Interessant da, dagegen ist dann die Reihenbefragung der Leipziger Mitte-Studie, eine relativ regelmäßig durchgeführte Studie, die sich auch diesem Themenkontext widmet. Und da gibt es eine Frage, die gestellt wird, der Einfluss der Juden ist zu groß. Und da stellt man fest, dass 2002 bei dieser Befragung noch 55,5% der Befragten, also repräsentative Stichprobe, der Ansicht waren, ja, der Einfluss der Juden ist zu groß. 2018 waren es dann 30,8%, also immerhin noch ein Drittel, die das geäußert haben. Aber hier gibt es scheinbar eine gegenläufige Entwicklung. Und was man aber hier zumindest ablesen kann, ist, dass eine Radikalisierung im Internet stattzufinden scheint, weil auch da eben diese Bildgewalt, die Gruppen und auch das nicht hinterfragende Teilen von antijüdischen oder antisemitischen Inhalten, ohne dass man es vielleicht sogar weiß, zunimmt. Und was wir erleben, ist, dass diese Radikalisierung zunehmend in der Gesellschaft ankommt. Und wenn wir jetzt uns nochmal zurückerinnern an die nicht geimpft Judenstern-Symboling bei den Corona-Demos, dann sieht man das, dass das zunehmend in der Gesellschaft ankommt und ob man es mag oder nicht, auch Populisten sind Teil der Gesellschaft und die, ich nenne das jetzt mal Unverfrorenheit, mit dieser Symbolik auch auf die Straße zu gehen, steigt und wächst an. Und das ist etwas, was man sicherlich gesamtgesellschaftlich betrachten muss. Das müssen wir als Gesellschaft uns sehr, sehr, sehr kritisch anschauen. Diese Zahlen und Ergebnisse habe ich entnommen, übrigens aus dem Buch von Michael Blume, den Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, mit dem wir immer wieder auch gerne im Kontakt stehen, aus seinem Buch Warum der Antisemitismus uns alle bedroht, aus dem Jahr 2019, ein sehr, sehr gutes Buch, was ich hier auch gerne empfehle, ohne dass ich da Prozente für bekomme, aber ein sehr gutes Buch, einfach. Ein wichtiges. Ein wichtiges Buch. Wir kommen jetzt zum Vortragsteil zum Ende und wollen noch einmal jetzt ein wenig das zusammenfassen und abbinden, was wir hier Ihnen und euch gezeigt haben. Der erste Punkt ist eben, dass Verschwörungsmythen, die bereits in der Ritualmordlüge und in den fiktiven Protokollen der Weisen von Zion geschildert wurden, eben auch heute nach wie vor noch als wahr verbreitet werden, auch wenn sie ein bisschen modernisiert wurden, das Gewand ein bisschen gewechselt haben, aber im Grunde genommen die Motivik komplett erhalten bleibt und vielleicht ein bisschen verwischt wird, dass es sich hier eigentlich um ganz klare antijüdische Motive handelt. Und das macht auch einen Teil der Gefahr aus. Das erleben wir ja auch jetzt gerade wieder zur Zeit der Pandemie, dass eben diese
Verschwörungsmythen wirklich durch die Hintertür kommen. Mhm. Also jemand, der anfängt, sich mit QAnon zu beschäftigen oder der auf eine Anti-Corona-Demo geht, der wird nicht als allererstes unter Umständen mit solchen Dingen konfrontiert werden, sondern erst nach einer Weile. Und dann ist unter Umständen die Gefahr umso größer, dass man eventuell schon so darauf vorbereitet ist, dass vielleicht doch das eine oder andere hängen bleibt oder dass der ein oder andere, der so etwas äußert, dann auf offene Ohren stößt. Und insofern ist gerade so dieses subtile Gewand, in das sich diese alten Verschwörungsmythen kleiden, besonders gefährlich. Mhm. Der nächste Punkt ist, du hast es gerade ja schon gesagt, dass wir das eben auch gerade in so etwas, was relativ neu ist, 2017, das erste Mal das Auftauchen von Q und da vom Get-Go quasi, um den englischen Begriff zu benutzen, diese Motivik enthalten in etwas ganz Neuem, was da propagiert worden ist. Generell nochmal zur Einordnung, Verschwörungsmythen im Allgemeinen ganz generell leben davon, einfache Antworten zu liefern und Feindbilder zu liefern, und damit können wir uns sehr komplexe Dinge einfach erklärbar machen für unsere Alltagswelt. Komplexitätsreduktion sagen wir dazu. Etwas, was sehr schwierig zu verstehen ist, wird sehr schnell mit einfachen Antworten dann für mich erklärbar. Und wir erleben ja hier gerade aktuell eine Situation, die wir in unserer hochtechnologisierten Gesellschaft mit modernster Medizin noch nie erlebt haben in dieser Ausprägung. Wir haben ein Virus, für das wir im Moment keinerlei Medikation haben, um die Krankheit, wenn sie denn ausbricht, zu lindern aktuell. Im Grunde genommen geht es dann in den schwersten Ausprägungen um Leben oder Tod. Und das ist ja nicht nur eine Lungenerkrankung, sondern wir hören ja zunehmend auch von Gewebeschädigungen und auch Nierenversagen durch das SARS-CoV-2-Virus. Also die schweren Krankheitsverläufe sind wirklich dann sehr, sehr schwer. Und all das, was gerade passiert, die Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit, die Kontaktbeschränkungen, unter denen wir ja alle leiden, das ist eine hyperkomplexe Situation, die wir haben. So hat das mal eine Zeitung vor einiger Zeit beschrieben, und ich finde diesen Begriff sehr treffend. Es ist nicht nur komplex, wie unsere Welt sowieso schon immer ist, jeden Tag, sondern wir haben eine hyperkomplexe Situation. Wir können im Moment als Gesellschaft auf Sichtweite im Nebel nur fahren, immer mit Schrittgeschwindigkeit und schauen, wir machen einen Schritt nach vorne. Und gerade dann, je länger so ein Zustand anhält, desto mehr wollen wir diese hyperkomplexe Situation reduzieren und uns erklärbar machen. Und Verschwörungsmythen sind eine Möglichkeit, aber leider die ungünstigste Möglichkeit, dieser Komplexität zu entrinnen, die wir gerade erleben. Letzter Punkt hier in der Zusammenfassung auf dieser Folie ist, dass eben alte Feindbilder in diesen Verschwörungsmythen dann fortleben, forttradiert werden und neuen Generationen, und wenn es der Strampler schon im Zweifelsfall ist, so unappetitlich wie es ist, direkt wieder beigebracht werden. Das ist sicherlich etwas, was brandgefährlich ist und was wir sehr kritisch beobachten müssen. Und immer wieder auch eine Frage, die ja auch uns in der letzten Zeit durch Medien und andere Menschen immer wieder gestellt wird: Warum ist denn das jetzt gerade so? Warum jetzt mit einem Mal so viele Verschwörungsmythen? Das hat es doch vorher nie gegeben. Und hier ist die Antwort: Doch, hat es gegeben. Wir haben ja die historische Herleitung dieser Mythen aufbereitet, und wir erleben immer wieder, dass in Zeiten gesellschaftlicher Unruhe Verschwörungsmythen Konjunktur haben, übrigens die Esoterik auch, wenn wir uns an die Weltwirtschaftskrisen erinnern und wenn man da mal die entsprechende zeitgenössische Literatur sich anschaut, da waren Verschwörungsmythen auch sehr auf einem Peak. Es gab Esoterik sehr viel, und auch um die Weltkriege herum lebte es nur so auf, was Verschwörungsmythen angeht, und dass natürlich die Protokolle der Weisen von Zion für die NS-Ideologie als Dogma galt, ist ja auch einer der Belege dafür, dass eben in gesellschaftlich unruhigen Zeiten Verschwörungsmythen immer eine Konjunktur haben. Das heißt, was wir gerade erleben, ist neu, weil der SARS-CoV-2-Virus neu ist,
Aber dass Verschwörungsmythen in so einer Situation Konjunktur haben, ist kein neues Phänomen. Im Grunde genommen erleben wir schlicht und ergreifend nur, wie wandelbar eben diese Verschwörungsmythen sind. Also sie waren nie wirklich weg, das muss man leider so anerkennen, sondern sie haben eben sich nur der jeweiligen Gesellschaft oder dem jeweiligen Lebensstil oder unserem Alltag angepasst. Das heißt also eben entsprechend ihr Gewand verändert und begleiten uns aber in Wirklichkeit schon viel, viel länger. Und wo es eine Zusammenfassung gibt, da gibt es dann auch ein Fazit. Und das wollen wir auch noch gerne ziehen, bevor wir dann vielleicht noch ein wenig miteinander diskutieren. Nämlich das Fazit, wenn wir hier nochmal auf den Tenor des Vortrags gehen, dass die angebliche jüdische Weltverschwörung einen Sonderstatus hat, weil sie hier eine Art Superverschwörungsmythos darstellt. Und dieser Superverschwörungsmythos ist wie ein Schirm, ummantelt fast alle anderen Verschwörungsmythen, die es gibt. Und jetzt auch hin bis zu den Verschwörungsmythen rund um die Corona-Pandemie. Und das ist schon recht erstaunlich, dass das so schnell, so gut mit ganz alten Bildern funktioniert. Und das kann einem schon auch ein bisschen Sorgen machen, dass das so ist. Der Superverschwörungsmythos erlebt eine stetig wachsende Verbreitung im Internet. Wir sprechen hier häufig von sogenannten Echokammern. Das sind dann eben genau diese Telegram-Gruppen, in denen sich ein Herr Hildmann bewegt, geschlossene Facebook-Gruppen oder auch WhatsApp-Chats, WhatsApp-Gruppen. Und warum sagen wir da Echokammern? Weil Menschen, die da Kritik äußern, in der Regel recht schnell vor die Tür befördert werden und nur noch das, was den Verschwörungsmythos stützt, verbreitet wird. Kritik wird gar nicht zugelassen. Wobei man aber sagen muss, dass gerade auch der Facebook-Konzern im Moment reagiert, Verschwörungsmythen rund um den SARS-CoV-2-Virus nicht mehr zulässt. Da löscht, Gruppen auch löscht. Und auch YouTube ja begonnen hat, seinen Algorithmus anzupassen. Früher war es so, hat man sich ein Video zu Verschwörungsmythen angeschaut, bekam man 10 andere Videos vorgeschlagen, die genau diesen gleichen Verschwörungsmythos auch zum Thema hatten. Das hat sich ein Stück weit gewandelt. Es gibt mehr kritische Beiträge, die einem auch vorgeschlagen werden. Und zum Zweiten, gerade jetzt auch im Rahmen der Corona-Pandemie, gibt es immer wieder den Hinweis auf verlässliche Quellen, unabhängig vom Inhalt des Videos, die da eingeblendet werden. Also man merkt hier, dass die Tech-Konzerne ein Stück weit versuchen, zumindest nachzurüsten. In dem Zusammenhang können wir vielleicht noch mal ganz kurz zum Begriff der Wissenschaftlichkeit versus Verschwörungsglauben zurückkehren, wenn Alexander gerade die Echokammern angesprochen hat. Die Gruppen, in denen sich Verschwörungsgläubige bewegen, haben schlicht und ergreifend die Aufgabe, Bestätigung zu liefern. Das heißt also, wenn ich mich in eine solche Gruppe hineinbegebe, dann mache ich das, um auf Gleichgesinnte zu treffen, die mich dann in meinen vorgefassten Ansichten und Überzeugungen bestätigen. In der Wissenschaft gibt es auch sozusagen Mechanismen auf Gruppenebene, die aber dazu dienen, durch Kritik und durch das Hinterfragen der Arbeit Einzelner diese Arbeit eben voranzubringen und damit auch Forschung voranzubringen. Das heißt also, die Aufgabe der Gruppe in der Wissenschaft ist die der konstruktiven Kritik und der Verbesserung der Arbeit Einzelner. Und das ist eben ein sehr, sehr krasser Gegensatz zur Aufgabe von oder zur Gruppenfunktion bei Verschwörungsgläubigen. Also die dienen wirklich letzten Endes nur dazu, bestehende Überzeugungen noch zu vertiefen und zu bestärken. Und es ist bei einzelnen Posts, die ich mir in Facebook-Gruppen angeguckt habe, die sich eben mit Verschwörungsmythen befassen, teilweise sogar so, dass da, wenn Artikel gepostet werden, gewarnt wird, Achtung, hier wird morgen aber aufgeklärt. Das ist natürlich dann schon wieder auch ein Beleg dafür, dass man eben nicht offen ist, was Erkenntnisse angeht, die den eigenen Überzeugungen widersprechen, sondern nur das anerkennt, was einen in seinen Überzeugungen bestätigen kann. Wir sehen zudem die Gefahr, dass auf den aktuell stattfindenden Demos, also mal abgesehen von dem gesundheitlichen Risiko, dem sich da der ein oder andere aussetzt, Menschen zum ersten Mal mit rechtspopulistischen und antijüdischen Verschwörungsmythen in Kontakt kommen, die damit vorher gar keine Berührungspunkte hatten und vielleicht aus einem anderen Grund zu so einer Demo gehen.
Ein oft zitiertes Beispiel in den letzten Tagen ist der ältere Herr, der da auf so eine Demo geht und sagt, er kann seine sterbende Gattin in der Pflegeeinrichtung nicht mehr besuchen und versteht nicht, warum der Staat ihm das untersagt. Und das ist natürlich ein höchst emotionales Thema und das ist auch sehr gut nachzuvollziehen, dass man da sagt, das kann doch nicht sein. Und viele andere Menschen, die aus Sorge um die Einschränkungen der Grundrechte sich auf so eine Demo bewegen, erleben dann plötzlich Rechtspopulisten, die ja insbesondere dann auf den Wagen bei den Kundgebungen ihr Gift verspritzen. Wir haben ja auch, wenn man es verfolgt hat, erlebt, dass rechtspopulistische Parteien in Deutschland zu Beginn der Corona-Pandemie, als ja auch die Zustimmungswerte der aktuellen Regierung enorm in den Himmel schossen, sehr, sehr still waren, eigentlich nicht mehr stattgefunden haben. Die Umfrageergebnisse sind in den Keller gesunken. Warum war das so? Wenn deine einzige Politik ist, die bestehenden Machtinhaber zu kritisieren und die aber plötzlich beliebt sind, dann ist dir dein Instrument genommen. Und wir erleben jetzt natürlich gerade, wo die Unruhe bei den Bürgerinnen und Bürgern, die Sorge um Job, um die soziale Sicherheit wächst, völlig nachvollziehbar in der aktuellen Situation. Da kann man dann plötzlich wieder den Finger zeigen und schuldig identifizieren. Und deswegen werden ja auch viele dieser Demonstrationen aus diesem Umfeld angemeldet und durchgeführt. Und hier haben wir das Problem, dass eben Menschen, die vorher damit gar nicht in Kontakt gekommen sind, in diesen Melting Pot hineingeworfen werden und im Zweifelsfall dann auch gesagt bekommen, komm mal mit in unsere Internetgruppe, demnächst bei Facebook. Da gibt es noch ganz andere Dinge, die wir dir zeigen. Und das kann im schlimmsten Fall zu einer Radikalisierung von Menschen führen, die vorher gar keinen Zugang zu diesen Themen gehabt haben. Und auch deshalb muss man hier ein sehr, sehr kritisches Auge darauf haben, was bei diesen Demonstrationen stattfindet und muss es thematisieren, weil hier eine Gemengelage entsteht, deren Outcome oder deren Ergebnis man erst in Monaten, wenn nicht Jahren sehen kann. Und das ist eine brandgefährliche Mischung, die hier gerade vorherrscht. Ja, und der letzte Punkt nochmal zu dem Superverschwörungsmythos ist eben auch diese Sonderstellung auch gerade der antijüdischen Verschwörungsmythen, weil ja immer wieder auch ein Bedrohungsszenario herbeigeschworen wird, die Aussage oft getroffen wird, man müsse sich doch jetzt auch endlich mal wehren, es könne ja so nicht weitergehen. Und ich habe es ja schon gesagt, als wir in Köln im Dezember des letzten Jahres diesen Vortrag oder eine Version dieses Vortrags gehalten haben, standen wir noch unter den Ereignissen eines Attentäters, der in eine Synagoge mit Waffengewalt eindringen wollte. Und da war genau das passiert, was wir auch schon hier in der ersten Variante angeführt haben, dass das eine Gefahr ist. Und da war es dann passiert. Also da ist eine Befürchtung eingetreten und das im antijüdischen Kontext ist eine reale Gefahr. Und dann haben wir ja in diesem Jahr auch in Halle nochmal die Situation gehabt, da war es dann aber eher, Halle war im Dezember, Hanau im Frühjahr, wo es ja eher im rechtsradikalen Bereich dann zu dieser Widerstandstat geführt hat. Und wir erleben eben mehr und mehr dieser Fälle. Und unabhängig jetzt mal von den psychischen Dispositionen der Täter, der Einzeltäter, ist hier sehr gut nachzuzeichnen, dass sie sich auch im Internet in diesen Gruppen radikalisiert haben. Und auch hier müssen wir ein Auge darauf haben. Und wenn wir das sozusagen als Abschiedswort nehmen, dann kann ich noch mal was Aktuelles aus der Telegram-Gruppe von Herrn Hildmann teilen. Das habe ich heute Nachmittag noch rausgesucht, der ja hier ganz auch diesem Opferstilisierung, der sich hingibt, dieses Bild postet mit dem Text. Und er stirbt lieber für den Kampf, für Freiheit, als dass er seine Freiheit verliert. Wobei ich mich immer noch frage, warum er gerade seine Freiheit bedroht sieht. Und ich finde es auch sehr bedenklich, dann noch dieser kleine Untersatz, der da drunter steht, gewinne ich, wird wieder die Flagge gehisst. Und das ist ja auch etwas, wo wir sagen, hier beginnt zumindest eine leichte Verquickung mit rechtspopulistischen Gedanken der Deutschlandfahne. Sehr, sehr merkwürdig und sehr, sehr bedenklich. Und ich hoffe, wir haben hier so einen Bogen
schlagen können, von merkwürdigen amerikanischen Internetverschwörungstheorien hin zu antijüdischen Verschwörungstheorien und diese dann auch noch in den Kontext der aktuellen Corona-Pandemie gesetzt. Und damit wären wir zunächst mal am Ende und würden dann auch in die Diskussion gehen. Und was ihr da eventuell hört, ja, ist unser Kater, der leider jetzt gerade mitsprechen möchte. Also nicht wundern, wenn es so einen Maunzen und Gejaule gibt, das ist seine Zeit, ein wenig sich mit uns zu unterhalten. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit und jetzt können wir gerne miteinander diskutieren. Ja, auch von unserer Seite aus nochmal vielen Dank. Denken Sie auch daran, unten gibt es unter den Reaktionen-Button die Möglichkeit, virtuell zu applaudieren und gleichzeitig trotzdem sein Mikrofon ausgeschaltet zu lassen. Vielen Dank. Über den Chat sind jetzt schon ein paar Fragen reingekommen. Ich würde die einfach mal in der Reihenfolge nochmal vorlesen. Gerne. Und euch dann darauf antworten lassen. Genau. Eine Meldung sehe ich gerade. Nur die eine, die aber, glaube ich, Herr Michael Bernhardt hat, glaube ich, die Frage dann über den Chat gestellt. Und zwar, bei Nadu könnte es doch durchaus psychosebedingt sein, denn er ist aus einem evangelikalen, radikalen Christenzirkel. Er selbst spricht davon, dass er ein Erweckungserlebnis gehabt habe. Er sieht sich also als Propheten. Ist das nicht durchaus psychotisch, fragt Herr Bernhardt. Das wäre eine mögliche Option. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, wie das so mit Ferndiagnosen ist und wie meine Position dazu ist. Man könnte auch natürlich, wenn man da neutral dran geht, sagen, dass er hier gerade plant, massive Werbung für ein neu erscheinendes Album zu machen. Und er ist ja leider medial nicht mehr so präsent. Und wenn er dann weinend komisches Zeug erzählt, wird er zumindest überall in allen Medien gespielt. Insofern hier nochmal jemanden als psychotisch zu beschreiben, weil es mal im Grunde genommen passt, kann man machen. Ich würde das mal nicht tun, weil er dann auch nicht verantwortlich ist und bin da eben, was solche Ferndiagnosen angeht, sehr, sehr vorsichtig. Sicherlich kann man gewisse Dinge darauf hindeuten, aber es nützt ja im Grunde genommen auch nichts, das zu tun. Ich würde eher ihn da mehr in der Verantwortung sehen und mehr in die Verantwortung nehmen für das, was er da gerade tut. Und umgedreht fände ich es auch sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig, dass nicht nur unsere Regierung oder Politik auf solche Dinge reagiert, sondern ich fände es auch sehr wichtig, wenn andere Prominente mit einer großen Reichweite vielleicht jetzt auch in dieser Situation mal Farbe bekennen. Denn ich glaube, wenn das Idol von vielen Menschen sich mal in die eine oder andere Richtung äußert, hat das auch eine Wirkung auf Menschen und vielleicht eine stärkere Wirkung, als wenn ein Landespräsident oder auch eine Bundeskanzlerin sich äußert. Da sind ja viele Leute grundsätzlich kritisch. Das finde ich eine schöne Geschichte. Gibt es übrigens aber auch schon. Es gibt Prominente, die sich inzwischen sehr, sehr klar positionieren. Ich begrüße das sehr, dass das getan wird. Okay. Herr Bernhardt, wollten Sie da noch was ergänzen? Nee, also ich hatte nur mich vertippt. Ich wollte jetzt wieder weitermachen mit meiner Arbeit. Alles klar. Gut, dann habe ich hier eine Frage von Marius Dittenhauser. Der fragt, warum bedienen sich moderne Verschwörungsmythen hunderte Jahre alter antisemitischer Narrative? Weil sie ihre eigenen Verschwörungsmythen legitimieren oder weil auch die neuen Mythen im Kern antisemitisch sind? Also quasi Copycat oder alter Wein in neuen Schläuchen? Also das müsste man dann tatsächlich im Einzelfall für jeden Verschwörungsmythos untersuchen. Aber es gibt eine übergeordnete Antwort, die man unter Umständen ganz allgemein geben könnte, weil sie leider funktionieren. Also ein Verschwörungsmythos funktioniert immer dann und funktionieren heißt, er wird geglaubt und weiterverbreitet, wenn dahinter ein Motiv, ein Narrativ steckt, das andere Menschen emotional anspricht und das mit ihrem vorgefassten Weltbild übereinstimmt. Und dass leider gerade die antijüdischen Verschwörungsmythen so funktionieren und schon so lange existieren und uns in neuem Gewand immer wieder begegnen, das zeugt leider davon, wie tief diese Ressentiments dahinter in unseren Gesellschaften verwurzelt sind. Das muss man leider einfach so unverblümt sagen. Denn wenn das nicht der Fall wäre, dann würden unter Umständen diese neuen Verschwörungsmythen in dem Augenblick, wo antijüdische Motive dazukommen, vielleicht auf taube Ohren stoßen und die Menschen eher abschrecken, als dass sie dann geglaubt werden. Also sie funktionieren leider, weil wir eben diese
vorgefassten Überzeugungen haben und weil viele Menschen eben leider dieses Weltbild haben. Okay, ich sehe gerade eine Frage, die sich da thematisch anschließt. Die davor habe ich gesehen, von jemandem, der anonym bleiben möchte. Hier fragt jetzt aber Stefan Söhne eine Frage zur Entstehung von Verschwörungsmythen. Gibt es Verschwörungsmythen, die zu Beginn noch ohne den Judenteil existieren und dann später erst um eine jüdische, also ich denke, das soll nur heißen, antijüdische, antisemitische Komponente erweitert werden? Oder ist das eher ein entweder gleich zu Anfang mit jüdischen Verschwörungsmythos Teil oder nie? Auch das müsste man, ich würde gerade sagen, also auch das müsste man wieder im Einzelfall dann nachvollziehen und im Internet kann man das ja wahrscheinlich mit einer sehr, sehr aufwendigen Recherche auch sehr, sehr gezielt tun. Wie Alexander angedeutet hat, es gibt beide Fälle. Also es gibt sicherlich den Fall, wo ein Motiv am Anfang steht, was jetzt erstmal per se nichts mit antijüdischen Verschwörungsmythen zu tun hat, bis es dann vielleicht von jemandem geglaubt und weiter verbreitet wird, der eben diese entsprechenden Ressentiments auch hat und dann sozusagen die Geschichte anreichert. Denn oft ist es ja auch beim Weitergeben von Verschwörungsmythen ein bisschen wie bei der stillen Post. Jeder fügt ein bisschen was hinzu oder lässt ein bisschen was anderes weg und passt dann seinem persönlichen Weltbild eben diese Verschwörungsmythen an. Und dadurch verändern sie sich ja auch mitunter, beziehungsweise die Zusammensetzung verändert sich. Und ganz interessant ist ja wirklich die, wenn man diese QAnon-Geschichte gerade mit der Adrenochrom und den gequälten Kindern sich anschaut und dem Blut, was da abgezapft wird, dass man meint, das ist so abgefahren, das muss ja komplett neu sein. Und wenn man dann diese Ritualmord, ich sehe da gerade eine Katze, ich muss kurz grinsen, Entschuldigung, nicht wegen des Themas, aber die Ritualmord-Legende aus dem 12. Jahrhundert sich anschaut, die eigentlich tupfenidentisch genau das gleiche Motiv hat, dann erklärt das eventuell auch, das ist ja jetzt sowieso die spannende Frage, wo kommen die überhaupt her? Also wer ist denn dieser Q, der angefangen hat, diese Geschichten zu verbreiten? Das ist ja eine spannende Frage, das ist ja eine anonyme Figur. Und vielleicht ist das jemand, der in den Geschichtsbüchern gelesen hat und einfach die Idee hatte, das aktualisiere ich mal. Das wäre natürlich eine sehr, sehr böse Unterstellung, aber das ist eine spannende Frage. Und man kann halt festhalten, die meisten Verschwörungsmythen, die wir haben, mit gar nicht mal viel Mühe, lassen sich aber auf ganz alte antijüdische Verschwörungsmythen zurückführen. Und man muss sich dann eben fragen, das tun ja auch viele Leute, das müsste man natürlich im historischen Abriss tun, warum gibt es überhaupt so uralte antijüdische Verschwörungsmythen? Also das wäre dann nochmal ein ganz eigener Vortrag und Bogen, den man natürlich aufspannen müsste. Aber viel alter Wein in neuen Schläuchen. Ich hatte das irgendwann mal zwischendurch als Folientitel, Alexa, das ist für das schwere Thema zu lax. Aber du hast es ja gerade auch schon benutzt, Moritz. Das ist so etwas, was einem so eigentlich in den Kopf kommt, wenn man dieses Thema betrachtet und sich emotional ein bisschen zurücknehmen kann in dem Moment, ja. Besten Dank. Ich weiß, ich sehe gerade etwas abgespaced aus. Ich weiß auch nicht, warum Zoom sich jetzt entschieden hat, dass ich irgendwie Cyberpunk Optik bekommen soll. Aber das ist so, sehen wir es als Feature. Ja. Genau, und zwar fragt jemand, der anonym bleiben wollte, nach der QAnon-Formel. Where we go one, we go all. Was es damit auf sich hat? Also ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich das als Slogan kenne und auch weiß, dass das zum Beispiel auf eine Formel reduziert, auf Wahlkampfplakaten beziehungsweise auf Plakaten bei Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump auftaucht. Das ist im Prinzip ein Slogan, der einfach nur heißt, wir halten alle zusammen, wir sind als Gemeinschaft stark und handeln auch entsprechend. Jetzt, wo das genau entstanden ist, da müsste ich tatsächlich jetzt nochmal nachgucken. Es gibt ja diese Q-Drops, also diese kleinen Meldungen von eben diesem ominösen Q. Und da wäre dann die Frage, wo diese Chiffre vielleicht als erstes aufgetaucht ist oder bei welchem seiner Anhänger sie als erstes aufgetaucht ist. Da müsste man mal im Netz nachgucken. Das lässt sich sicherlich mit einigem Aufwand rausfinden. Alles klar. In eine andere Richtung, nochmal zurück zu den aktuell stattfindenden Protesten und Demonstrationen. Der Nutzer Golja wundert sich, findet es merkwürdig, dass sie jetzt gerade zeitgleich mit den Lockerungen kommen, nicht schon zuvor oder irgendwie doch später. Habt ihr dafür eine Erklärung?
Also ich habe eine Hypothese, ob das dann die passende wirkliche Erklärung ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass wir am Anfang alle auch gerade in Deutschland unter dem Eindruck der Kontaktbeschränkungen, die wir hatten und auch unter dem Eindruck der Dinge, die sich da ja in Italien und dann etwas verzögert in Frankreich gezeigt haben, mit der hohen Sterblichkeit und den ja zum Teil unvorstellbaren Bildern, die wir da gesehen haben und Berichten, die wir da gesehen haben, doch, glaube ich, insgesamt verstanden haben, wie ernst die Lage ist und natürlich erstmal alle damit beschäftigt waren, zu verstehen, was hier gerade global passiert. Und da war jetzt erstmal gar nicht an Widerstand zu denken, sondern es ging eher auch ein bisschen, und da nehme ich mich gar nicht aus, so ein bisschen um die Angst ums nackte Überleben. Was passiert denn hier gerade eigentlich? Und was ist denn, wenn ich krank werde? Und wie kann ich das vermeiden? Und in dieser Phase war ja auch zunächst mal wenig Kritik zu hören an der Regierung oder auch eben am RKI. Wenn man sich an den Podcast von Professor Drosten erinnert, den haben sich alle angehört, jeden Tag, haben quasi virtuell an dessen Lippen gehangen, weil man jedes Zipfelchen an Informationen ja haben wollte. Und dann trat eine zunehmende Normalisierung ein. Wir haben ja in Deutschland eine Situation, die auch aus der gesamten Welt überrascht betrachtet wird, mit der, also wir haben natürlich mehrere tausend Tote hier in Deutschland, aber in Relation zu den anderen Ländern, auch was die Bevölkerungszahl angeht, ist ja die aktuelle Corona-Pandemie in Deutschland extrem glimpflich. Und das Drama an guter gemachter Prävention ist ja, wenn sie funktioniert hat, sagt man hinterher, wäre gar nicht nötig gewesen, ist ja gar nichts passiert. Genau das scheint hier gerade einzutreten. Und jetzt gerade hat man das Gefühl, naja, so schlimm ist es gar nicht. Und dann beginnt die Unruhe und dann beginnt das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, die Populisten springen auf und machen sich wieder breit und nutzen jetzt diese beginnende Unruhe, um sie zu potenzieren. Und dann erleben wir jetzt auch wieder die Demonstrationen, weil auch man vielleicht nicht mehr glaubt, wenn ich jetzt einmal auf die Straße gehe, kriege ich eine tödliche Krankheit. Das mag eine trügerische Sicherheit sein, das bleibt abzuwarten. Eventuell, aber auch das ist nur eine Arbeitshypothese, spielt auch das Vorbild der USA da eine Rolle, weil es dort auch wirklich massive Proteste gegen Lockdown und Kontaktbeschränkungen gegeben hat und auch gibt. Und wenn dann tatsächlich Bewaffnete in Bundesstaaten Rathäuser stürmen und gegen die gegen den Lockdown mit Waffengewalt protestieren und angehen wollen und dann ein Präsident der Vereinigten Staaten bei Twitter so etwas schreibt wie Free Michigan, dann hat das natürlich nochmal ein ganz anderes Gewicht. Und es ist natürlich auch zu befürchten, dass sich dann hierzulande manche Leute dazu veranlasst fühlen, eben ähnlich zu reagieren und dann eben auch gegen Kontaktbeschränkungen protestieren zu wollen, auch sehr, sehr vehement protestieren zu wollen. Du hast noch das Mikro zu, Ich habe noch das Mikro Moritz. zu. Guter Hinweis. Die nächste Frage kommt von jemandem, der, glaube ich, noch ein Galaxy-Smartphone benutzt. Und zwar, wie kommt es eigentlich, dass genau Soros und Gates, nicht aber zum Beispiel Jeff Bezos, der CEO von Amazon, oder Herr Hopp, das meine ich, zu den Hassobjekten der Verschwörungsgläubigen geworden sind? Also ich denke, zu Soros habt ihr schon was gesagt, aber vielleicht brauchen wir Gates. Ja, also interessant. Zunächst mal würde ich auch sagen, dass Herr Bezos da komplett ja ohne Schaden im Moment aus der Situation hervorgeht. Das sind ja eher arbeitsrechtliche Dinge, die ihm da zur Last gelegt werden. Kranke Amazon-Mitarbeiter, die in Quarantäne müssen und kein Geld bekommen. Natürlich undenkbar, was da passiert. Generell die Arbeitsbedingungen im Amazon-Konzern jetzt nicht die allerbesten. Aber im Grunde genommen, bei Verschwörungsmythen wird ja immer die Frage gestellt, wer profitiert denn von der Situation? Und ein Freund von mir sagt immer so leicht zu viel gesagt, naja, Lieferando ist der größte Profiteur von der Corona-Pandemie. Also die haben das Virus erfunden. Global muss man aber dann doch sagen, dass der Amazon-Konzern sicherlich mit der aktuellen Situation finanziell sehr, sehr gut dasteht. Also Bezos wäre doch eigentlich ein super Kandidat zum Virus ins Leben gerufen zu haben, weil dann alle Leute gezwungen sind, bei ihm alle Produkte zu bestellen, weil die Geschäfte zu sind. Ist interessant, dass er da komplett rausgenommen wird. Bill Gates, um die Frage noch zu beantworten, ist sicherlich in den Fokus gerückt, weil er durch seinen, also er ist auch erstmal ein Superreicher. Das ist ja immer kritisch, wenn jemand superreich ist.
schon mal und da ist man unter dem Fokus. Und wir haben hier die Verquickung, glaube ich, von Impfgegnern, denen die Aktivitäten von Bill Gates schon immer ein Dorn im Auge waren, weil Bill Gates ja einen Großteil seines Privatvermögens und für all diejenigen, die das nicht wissen, er ist ja ausgestiegen sozusagen bei Microsoft, er ist da nicht mehr aktiv, sondern er hat natürlich Aktienpakete nach wie vor, aber ist nicht mehr operativ im Geschäft von Microsoft involviert. Und sein Privatvermögen investiert er zum großen Teil in Impfprojekte in Afrika. Er ist ein großer Verfechter davon, zu sagen, ich möchte, dass die Kinderlähmung Polio in Afrika ausgerottet ist. Das kostet für jeden einzelnen Bürger nur ein ganz bisschen Geld und dann ist diese Krankheit nicht mehr vorhanden. Und jemand, der also Unsummen in die Hand nimmt, um Menschen zu impfen, also wirklich Gutes tut, der steht natürlich in der Kritik von Impfgegnern, weil das nicht nachzuvollziehen ist in ihrer Weltanschauung. Ich habe ja schon mal gesagt, das Weltbild ist geschlossen, Impfen ist böse. Und wenn dann jemand noch Millionen in die Hand nimmt, um Menschen impfen zu lassen, muss was faul daran sein. Und natürlich ist es so, dass es Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisationen gibt und sich Bill Gates natürlich auch im Rahmen von Impfprojekten immer wieder auch mit Regierungen trifft im Rahmen der Entwicklungshilfe. Und da wird dann immer wieder auch postuliert, er würde eben sein Geld benutzen, um Regierungen zu schmieren. Aber hier haben wir, glaube ich, ganz normale Dinge und dass jemand, der Impfungen weltweit, also wirklich für wenig Geld eigentlich für die einzelnen Personen fördern will, in Kontakt mit der Weltgesundheitsorganisation tritt, ist im Grunde genommen nicht überraschend, aber macht ihn natürlich zum Ziel von Impfgegnern. Und hier haben wir eine Vermischung von Impfgegnern, Corona-Pandemie-Leugnern und den Populisten. Und da hat sich gerade so eine Fokussierung in dieser Mischung hat da stattgefunden. Und die Radikalisierung, die ich angesprochen habe, dann wird plötzlich immer mehr Inhalt geteilt und wir sagen, guck dir mal alles an, was der so macht. Und dann ist man in so einer Echokammer drin und die Spirale geht immer weiter nach unten und man schießt sich auf diese Person ein. Das Thema Impfen ist übrigens auch ein ziemlich fieser Einstieg in Verschwörungsmythen. Und die meisten Impfgegner, die wir heute haben, beziehen sich da auf eine gekaufte Studie aus dem Jahr 2004, die ein gewisser nicht mehr praktizierender Arzt inzwischen, weil ihm die Berufszulassung entzogen wurde, Andrew Wakefield durchgeführt hat, die auch in einem Fachjournal in The Lancet veröffentlicht wurde, auch begutachtet wurde und dann veröffentlicht wurde. Aber es hat sich durch gute journalistische Arbeit und auch durch medizinische Überprüfung herausgestellt, dass diese Studie, die einen Zusammenhang zwischen Impfen und Autismus nahelegt, komplett gekauft war und die Daten gefälscht waren. Und diese Studie, die erst 2010 von The Lancet wieder zurückgezogen wurde von der Veröffentlichung, hängt uns sozusagen immer noch nach. Also das ganze Ding ist längst als Betrug entlarvt worden und geistert immer noch in den entsprechenden Foren, in der entsprechenden Community durch die Gegend als Beleg dafür, dass man seine Kinder nicht impfen lassen sollte. Und insofern beißen uns jetzt gerade während dieser Pandemiezeit ganz, ganz viele Dinge, die schon seit Jahren massiv schieflaufen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung und in Sachen Wissenschaftskommunikation schieflaufen, in den Hintern. Also wir kriegen jetzt im Prinzip die Quittung für eine jahrelange Entwicklung, bei der wir zu wenig unternommen haben. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Jetzt haben wir eine Frage, die ist mit einem leichten Augenzwinkern zu verstehen. Die ist an Alexander. Die Frage als Next Generation Fan, ob es denn einen Zusammenhang gibt zwischen QAnon, diesem Konstrukt, was ihr beschrieben habt, und der Figur Q aus der Serie Star Trek, die ja so ein allmächtiges Wesen ist. Das fände ich sehr schade. Dafür fände ich Q ein bisschen zu sympathisch. Ich habe das manchmal auch schon gedacht, aber ich glaube tatsächlich, dass hier die Herleitung des Qs tatsächlich von diesem Sicherheitslevel Q-Security-Level ausgeht. Und ganz ehrlich gesagt, unter uns, glaube ich, Tracker, die Q gut kennen, sind, glaube ich, nicht diejenigen, die so einen Quatsch im Netz verbreiten, sondern die haben, glaube ich, ein leicht anderes Weltbild
Und daran möchte ich bitte glauben, da ist mein Weltbild geschlossen, wenn es um das Thema geht. Star Trek-Fans sind eher die Guten. Keine Belege dagegen, bitte. Genau. Was also gerade schon mal ein Beleg dafür, schrieb unten jemand im Chat, dass Q doch cool sei. Das könne dementsprechend ja nicht sein. Stefan stellt noch die Frage, hat es euch überrascht, dass diese Szene aus Verschwörungsmythikern, Schwurblern, etwas salopper jetzt aus dem virtuellen Raum doch so sehr massiv in den physischen Raum drängt? Also in der Vergangenheit haben die sich ja gerne mal virtuell aufgehalten und waren ja auch eher so ein Randthema, zum Beispiel in der Tagesschau. Ich sage nein, das ist nicht so. Wir haben schon vor, ich weiß es gar nicht, 4 Jahren, vielleicht sind es auch schon 4,5, 5 Jahre, angefangen, uns mit Reichsbürgern zu beschäftigen. Und haben 2014 gesagt, war tatsächlich. Ja, also noch länger dann im Zweifelsfall, und haben gesagt, hier ist eine echte Gefahr, hier beginnt eine Radikalisierung. Auch hier bei den Reichsbürgern, die ja glauben, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht existiert und dass man in den Widerstand gehen muss, haben wir dann ja auch lange nachdem wir das thematisiert haben und gesagt haben, hier haben wir ein Problem, dann Reichsbürger zu den Waffen gegriffen und auf Polizisten zum Beispiel geschossen, zum Teil tödlich, weil sie der Ansicht waren, dass diese Polizisten eben nicht eine Staatsmacht sind, sondern eine fiktive Macht und man legitimiert es, sich dagegen zu wehren. Und genauso haben wir halt immer wieder, auch gerade was die antijüdischen Dinge, Motive und Verschwörungsmythen angeht, gewarnt und haben gesagt, hier findet eine zunehmende Radikalisierung statt und es steht zu befürchten, dass was passiert. Und dann hatten wir das Ereignis, wo jemand schießend durch die Straßen gelaufen ist. Und ich finde, und das habe ich in den letzten Tagen auch immer wieder in den Medienanfragen mitbekommen, die Frage, die dann immer wieder kommt oder die dann im Post-Talk nach einem Interview immer wieder kommt, ist, wir haben da lange darüber diskutiert in der Redaktion, ob wir das überhaupt aufgreifen. Weil wenn wir das in den Medien aufgreifen, dann machen wir das Thema ja noch präsenter und dann denken da vielleicht noch mehr Leute, dass da was dran ist. Und ich glaube, wir sind hier an einem relativ entscheidenden Punkt aktuell, dass wir das thematisieren müssen. Wir müssen hier keine Panik verbreiten und wir müssen hier auch nicht unnötig Menschen in Sorge stürzen, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir dieses Thema in die Mitte der Gesellschaft holen, auch gerade vor den antijüdischen Motiven, die wir hier haben und insbesondere in Deutschland genau diese Motive aufgreifen und uns da positionieren. Das halte ich für immanent wichtig, das in den gesellschaftlichen Diskurs zu holen, damit wir eben vermeiden, dass sich zum Teil unbedarfte Menschen auf so eine Demo begeben und damit Dingen in Kontakt kommen, von denen sie noch nie was gehört haben. Denn wenn sie jetzt erfahren, dass das dort stattfindet, überlegen sie sich vielleicht andere Wege des Widerstands gegen das, was gerade stattfindet, ne, nämlich demokratische Wege, die man ja auch gehen kann, seinem gewählten Vertreter aus seinem Wahlbezirk anzurufen, Briefe zu schreiben, Mails zu schreiben. All das sind ja demokratische Mittel, die man gehen kann, die man vielleicht sogar gehen sollte. Und man erspart es sich dann, mit Rechtspopulisten gemeinsam auf eine Demo zu sein, nur weil man demonstrieren möchte. Und ich glaube, wir müssen das diskutieren, damit wir diese Radikalisierung nicht weiterhaben. Wenn wir nicht wollen, dass weiterhin alle paar Monate jemand zu einer Waffe greift und durch die Straßen läuft. Das müssen wir vermeiden und das müssen wir thematisieren. Erneut kann ich nur zustimmen. Jetzt fragt dann jeder noch, ob es überhaupt Verschwörungsmythen ohne antisemitischen Hintergrund gäbe. Also sie findet, dass man die immer öfter findet. Genau. Ich glaube, wenn man sich genug Mühe macht und genug... Elvis ist ein Alien. Ja, das wäre so einer. Ja, okay. Aber ich glaube, wenn man da genug Zwiebelschalen abschält, am Ende findet man auch da den Bezug. Mhm. Das ist ja das Dramatische. Es ist eine Frage, wie tief man da in dieses besagte Kaninchenloch absteigt. Mhm. Am Ende gibt es das ganz häufig. Und wenn es im Zweifelsfall auch bei Elvis irgendwo wird es eine Internetseite geben, dass auch hier 6 Familien aus politischen Gründen dafür gesorgt haben, dass Elvis nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen soll. Auch das wird man definitiv irgendwo im Internet finden und dann ist man auch wieder genau da angekommen, was wir gerade thematisiert haben. Und vor 10 Jahren, du hast gerade ja unseren Geburtstag angesprochen, habe ich das alles noch nicht gesehen und habe in einer Welt gelebt und habe gesagt, wir sind ein aufgeklärtes, modernes Land in Europa. Europa wächst zusammen. Das ist alles friedlich. So toll war es noch nie und war da sehr entspannt und sehr euphorisch. Und ich will nicht sagen, dass ich jetzt desillusioniert bin, aber ich bin deutlich sensibler und merke auch, warum es wichtig ist, auch in Schulen, im Geschichtsunterricht diese Themen nach wie vor zu beackern und auch diese
unsäglichen Diskussion, dass es doch jetzt auch mal gut sei mit der Aufarbeitung des Dritten Reiches. Ich glaube, die Tatsache, dass man darüber diskutiert, ist das Zeichen dafür, dass es längst noch nicht gut ist, sondern dass man das bitte konsequent in aller Schärfe auch weiter so macht. Jetzt habe ich noch zwei Fragen und dann würde ich die Fragerunde vielleicht auch langsam ausklingen lassen, eure armen Stimmen. Und einmal fragt Jan Fahlenkamp, wie reagiert eigentlich die QAnon-Fangemeinde darauf, dass der große Befreiungsschlag bisher noch irgendwie ausgeblieben ist? Oder glauben Sie, dass der stattgefunden hat? Es gibt natürlich, das ist ja auch so die spezielle Strategie von Verschwörungsgläubigen, diejenigen, die es schaffen, jeden Rückschlag wieder in diesen Verschwörungsmythos einzubauen. Dann gibt es Stimmen, die davor warnen, konkrete Daten zu nennen, sondern lieber sich zurückzuhalten. Und tatsächlich ist es ja bei vielen Meldungen von Q so, dass die ein bisschen so wie Nostradamus-Prophezeiung sehr, sehr viel Spielraum für Interpretationen lassen. Dann gab es zum Beispiel, als Hillary Clinton an einem vorausgesagten Termin nicht verhaftet wurde, einen weiteren Verschwörungsmythos. Sie würde in Wirklichkeit eine Fußfessel tragen, die irgendwie als Fußschiene wegen einer Verletzung getarnt sei und dann doch verhaftet sein, obwohl sie vielleicht dann unter Hausarrest steht. Die meisten Verschwörungsgläubigen finden irgendwie einen Weg oder sie regen sich mal kurz auf, wenn nichts passiert ist, und gehen dann aber zur Tagesordnung, sprich zum nächsten Motiv und zum nächsten Termin über. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen. Aber wer ein geschlossenes Verschwörungsweltbild vertritt, der wird auch Rückschläge sozusagen in dieses Weltbild einbauen können. Und vielleicht noch ganz kurz für alle, die es nicht wissen, also eigentlich sollte es ja den Umsturz am 15. Mai gegeben haben, wo die neue Weltordnung in der QAnon-Mythologie dann die Weltherrschaft übernimmt und ab dann wird alles gut. Vielleicht ist es auch passiert und wir haben es noch nicht mitbekommen. Das wäre ja auch eine Hypothese, die man aufstellen könnte. Und das Zweite, um die Frage noch ein bisschen ernsthafter zu beantworten, wir erleben hier eine Schnittmenge auch zwischen Menschen, die sehr, sehr tief in Verschwörungsideologien verhaftet sind, und Menschen, die in Sekten organisiert sind. Die Älteren insbesondere werden sich erinnern, dass es ja immer wieder auch Sekten gab, die auf den Weltuntergang gewartet haben oder auf Außerirdische, die dann die Erde zerstören sollten. Nur die Sektenmitglieder werden dann entrückt von den Außerirdischen und gerettet. Und hier gab es dann ja immer wieder die Ereignisse, wo dann auch diese Szenarien nach hinten verschoben wurden, wenn es nicht eingetreten ist. Und am Ende gab es ja dann auch die tragischen Fälle, wo diese Sekten dann am Ende im Freitod diesen Endpunkt in ihrer Geschichte gesetzt haben. Also dieses Warten auf einen bestimmten Moment, das ist eine sehr große Schnittmenge zu Sekten. Auch das wäre wieder ein eigenes Thema für einen eigenen Vortrag. Aber hier sehen wir Parallelen natürlich. Und sowohl die Sekten, die an dem angegebenen Termin nicht den Weltuntergang erlebt haben, als jetzt auch die QAnon-Anhänger, werden sehr schnell Inhalte finden, die dieses Nicht-Eintreten integrieren in ihren Verschwörungsmythos, und dann können die wieder gut damit leben, dass es dann doch erst vielleicht in einem Jahr stattfinden wird. Okay, und als letzte Frage, die Frage nach einer Prognose. Was glaubt ihr, wie lange werden sich wohl die aktuellen Schwurbeleien halten? Und mit Blick auf die jüdische Weltverschwörung, die sich ja schon seit Ewigkeiten hält, macht das der Fragestellenden leider nicht so besonders viel Mut. Also es ist natürlich jetzt im Moment insofern eine besonders verschärfte Situation, als wir alle irgendwie in einem Ausnahmezustand sind und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir wahrscheinlich noch längere Zeit auf einen Impfstoff warten müssen, auch noch eine Weile in dieser Ausnahmesituation uns befinden werden. Und es kann natürlich sein, dass erstmal so diese Hochkonjunktur von Verschwörungsmythen noch eine Weile anhält, zumal auch noch verschärfend hinzukommt, dass gerade QAnon sehr, sehr spezialisiert ist auf die sozusagen auf eine Wiederwahl von Donald Trump, der ja der große Held ist und der Befreier der Kinder ist in den Augen dieser Verschwörungsgläubigen. Und da wir uns ja, was fast in den Hintergrund rückt, eigentlich in einem Präsidentschaftswahlkampf befinden,
Und Trump im Prinzip auch diese Anhänger, diese QAnon-Gläubigen braucht als Fanbasis sozusagen, kann das Ganze sich noch eine Weile hinziehen. Sollte sich die Situation dann wieder entspannen, sowohl auf dem Gesundheitssektor global als auch politisch, kann es natürlich sein, dass diese Verschwörungsmythen wieder in den Hintergrund treten. Aber ich befürchte, dass diese Tünche, die dann eventuell darüber liegt, immer nur sehr, sehr dünn ist und sozusagen die Ausbrüche immer wieder passieren können. Also das klingt jetzt wahnsinnig bitter, aber man darf eben das Problem auch nicht unterschätzen. Das wird nicht von alleine weggehen, so wie Trump das vom SARS-CoV-2-Virus behauptet hat, dass es wie durch ein Wunder irgendwie verschwindet, sondern da sind wir leider alle in der Verantwortung, mitzumachen und daran mitzuwirken, dass es eventuell durch mehr Aufklärung gelingt, das einzudämmen. Ja. Gut. Ich sehe gerade, wenn ihr noch eine Frage beantworten würdet, Joachim Granzow. Na, Jochen, du musst dich noch entmuten. Ich entmute mich. Moment mal. Guten Abend. Nee, wir hören Sie. Ja, genau. Ich entmute mich gern, aber es war ein Irrtum. Ich bitte um Entschuldigung. Ach so. Okay. Alles klar. Gut, ja dann auch von unserer Stelle nochmal vielen, vielen Dank für einen guten Vortrag. Ich habe ihn ja, wie gesagt, also vor etwas mehr als einem Jahr auch schon mal gehört. Da war jetzt auch für mich nochmal viel Neues mit dabei. Leider eine erschreckende Aktualität. Mhm. Auch der Chat immer mal wieder herzlicher Dank schon mit dabei. Wir hatten Leute aus Mexiko, wir hatten Leute aus Kolumbien. Ich habe ja auch nochmal gesehen, dass sich jemand aus Washington D.C. dazugeschaltet hat. Also ich würde sagen, die Wikipedia-Aktualisierung mit internationale Vorträge ist dringend geboten. Steht an. Steht auf jeden Fall an. Genau, vielleicht merkt ihr nochmal kurz was dazu sagen, wo man euch findet, folgen kann, vielleicht demnächst noch mal hören kann oder sogar sehen. Ja, das ist ja, wir haben das nicht abgesprochen, man mag es ja kaum glauben, aber wir haben natürlich, ich teile hier schon mal gerade natürlich noch ein bisschen Werbung vorbereitet, wie sich das natürlich gehört. Jetzt ist natürlich mein Rechner ein bisschen erlahmt, aber das kriegen wir jetzt auch noch hin. Genau, das ist die letzte Folie. Und da kommen wir nämlich zur Werbung. Es gibt inzwischen über 250 Folgen unserer, du hast es sehr schön beschrieben, Informationen. Aus Talk und mit Hörbuch. Talk und Hörbuch. Ja. Ich sage immer Internet-Radiosendung, aber deine Definition gefällt mir besser, Moritz. Das musst du mir nachher nochmal verschriftlichen. Und dann gebe ich das als meine Definition ab dann aus. Hat mir gut gefallen. Man findet uns unter huxilla.com oder huxilla.de. Inzwischen findet uns Google auch, wenn man da so einen Zeichendreher reinmacht oder da noch ein Z mit einbaut, passiert immer mal wieder dem einen oder anderen. Google findet uns inzwischen. Das sind zahllose Stunden, 10 Jahre Material. Da sind noch sehr viele Specials, die wir aktuell aufnehmen rund um die Corona-Pandemie mit dem Comedian und Filmproduzenten Tommy Krabbeis aktuell und guten Freunden aus der Skeptiker-Szene. Und das ist uns auch wichtig, dass man die Inhalte kostenfrei bekommen kann. Wir hören immer mal wieder, dass auch Lehrer zum Teil einige Folgen beim Unterricht einsetzen. Das freut uns besonders. Und natürlich, wenn jemand sagt, den Vortrag fand ich super, vielleicht nochmal zu einem anderen Thema einen Vortrag, immer gerne über die Homepage, da gibt es auch die Kontaktinformationen, stehen wir gerne zur Verfügung und freuen uns, wenn wir ein bisschen für Rationalität und freiheitlich-demokratisches Denken tun können, weil im Grunde genommen wir alle ein bisschen freier und weniger ängstlich wären, wenn wir uns nicht so viele Sorgen um erfundene Verschwörungsmythen machen müssten. An Werbeblock schließt sich natürlich immer Werbeblock an. Eingeladen wurdet ihr von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft hier in Hamburg. Die ist ganz gut über Facebook zu erreichen, wenn man dort einfach nach Deutsch-Israelische Gesellschaft Hamburg sucht. Gleiches gilt für das Junges Forum DEG Hamburg. Auch das sollte ganz gut zu finden sein. Dort posten wir dann auch unsere nächsten Veranstaltungen, die natürlich auf absehbare Zeit erstmal nochmal online stattfinden wird. Man kann auch da einfach Google nutzen, kann man unsere Homepage finden und sich dort auch für einen Newsletter eintragen. Und eine Mitgliedschaft, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, ist auch nicht das Verkehrteste. In dem Sinne, vielen, vielen Dank an alle, die sich dazugeschaltet haben. Danke für eure Geduld bei Beantworten der Fragen und dann wünsche ich allen einen schönen Abend.
Danke Vielen euch. Dank, dass ihr alle hier wart. Macht's gut, bleibt gesund, bitte, ja. In der schwierigen Situation. Tschüss. 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 Schönen Abend. Da fehlt jetzt noch ein bisschen das Gespräch an der Cafetheke. Das haben wir leider nicht. Ja, in der Tat.